So, moin moin, liebe Motorsportfreunde, hier zum 12. Rennen in der UFL. Und heute haben wir keinen neuen Fahrer dabei, alles altbekannte. Ich schaue gerade mal durch. Ja, die Elite ist am Start. Und ich... Ja, ein bisschen aus der Puste. Ganz schnell noch was machen. Sonst hätte ich das vergessen. Brasilien, schöne Strecke. Hier ist der zweite Sektor der Teil, der entscheidend eigentlich ist. Denn da kann man eigentlich sehr viel Zeit verlieren. Das ist nicht immer so leicht. Deshalb sind wir gespannt. Wir haben heute, glaube ich, auch nur 15 Fahrer, wie ich das jetzt gerade noch richtig gesehen habe. Ich hatte ja nochmal umgestellt auf 16, also müssten ja, müsste so sein. Da kurz den Link hier, zack, olé. Das wird hier noch geschrieben. So, ja, 15 Fahrer. Haben wir doch nicht verguckt. Sieht sehr bewölkt aus. Das heißt, es könnte vielleicht sogar regnen noch. Aber wir warten das mal ab. Schauen wir mal, ob es vielleicht sogar noch regnen wird. Wäre nicht ungewöhnlich in Brasilien, ist die Regenwahrscheinlichkeit doch recht hoch. Was man eigentlich vielleicht gar nicht so erwartet, wenn man an Brasilien denkt. Aber es ist doch recht hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier regnen könnte. So, ich hoffe natürlich auch, dass irgendein Fahrer irgendwann mal dazu schaltet und mir vielleicht auch einen Wetterbericht gibt. Das wäre nice. Und ja, es ist zurzeit so, dass der Marvin das Ganze hier anführt. Und da sehe ich auch schon den ersten rausfahren. Ich glaube, das dürfte der Julian sein. Nein, auch nie, oder auch nicht. Da so nach dem... Oh, wir haben doch einen neuen heute dabei, der Fix F1, heute mit seinem Debüt hier. Auf jeden Fall sehe ich einen... Ach, das war der RNQ, der da rausgefahren ist. Bleiben wir natürlich mal drauf und ich glaube danach dürfte der Pave rausgefahren sein. Oh, schon, ja, okay. Also gehen wir erst natürlich auf RNQ, dann natürlich zu Pave, aber erstmal bleiben wir aber RNQ, der hier dann die erste Zeit wohl setzen wird. Ich war gerade noch bei den... bei der Fahrerwertung und da führt Marvin das Ganze noch an mit 210 Punkten, 16 Punkte vor Pave, der hat 194, dann schon etwas abgeschlagen, Nico mit 45 Punkten Rückstand da, 165 Punkte. Dann Camo auf Platz 4 mit 104 Punkten und dann kommen schon die größeren Abstände, die dann aber auch ein bisschen dichter sind zwischen den einzelnen Leuten. Black Panther auf der 5, 88 Punkte, Neon auf der 6, 83 Punkte. Fons auf der 7 mit 80 Punkten? 60 Punkten? Ich glaube 60 Punkte soll das sein. Ja, 60. Schwarz-Gelb auf Platz 8 mit 54. Tobi auf der 9 mit 31. Dann kommt schon wieder ein Riesensprung auf RNQ, den wir hier gerade im Bild haben, der seine schnelle Runde fährt. Auf Platz 10 mit 18 Punkten. Jetzt mal nicht weiter runter und Ferrari und McLaren sind die beiden Teams, die hier auch die Konstrukteurswertung dominieren. Ferrari 287 Punkte, 32 Punkte dahinter, McLaren mit 255. Ja, und dann schon eine Riesenlücke zu Haas. Die haben 121 Punkte Rückstand, 166 Punkte haben die. Deshalb die ja, dominierenden Fahrer hier, Pave und Marvin. In McLaren und Ferrari.
Aber man muss dazu sagen, der Neon ist der wohl bessere Partner zurzeit, denn der Force scheint noch nicht so, ja, genug gepunktet zu haben. Er hatte auch, glaube ich, den einen oder anderen Ausfall. Und dann natürlich auch noch das Pech im Qualifying zweimal der KI sein Auto geschrottet und scheint war die Runde hier ungültig von R&Q, deswegen gehen wir mal zu Pave. Der hier aber auch noch eine gemütliche Runde fährt. Die auch nicht gültig war. Eklig aus. Schauen wir mal. Oh, Skizzy hat die erste Zeit gesetzt mit einer 1.9008. Da wollte ich gerade hinspringen. Da ist er schon über die Linie gefahren. Mal schauen, was der Fons jetzt hier macht. Das wird auch noch eine Aufwärmrunde. Der scheint auch einen Fehler drin gehabt zu haben. Kann das sein? Ja, die ist auch nicht gültig. Schauen wir wieder auf R&Q. Jetzt hier wohl eine. Nein, macht er nicht. Er fährt wieder in die Box. Schauen wir wieder, was der gute Pave macht. Und Escalation am Start, genauso wie Peak VTK. Moin, moin, Grüße gehen raus. Escalation sagt Servus, Silver. Moin. Und Peak schreibt: Bleibt trocken, kein Regen heute. Ja, wenn es bewölkt ist, kann es sogar wirklich sein, dass es noch regnet. Und Pave hier mit der neuen schnellsten Zeit 1.08.89 wird mir hier sogar angezeigt. Jetzt kommt der Fons hier nochmal. Vor ihm da ein Red Bull, das dürfte der Birdie sein. Und Dunkelmotte jetzt auch rausgefahren. Fällt auch schon wieder in die Box, glaube ich. Und Fons hier mit einer 1.9.554 wird mir angezeigt. Und jetzt kommt da noch der Vettel. Mit einer 1.10.682, die nicht gültig ist. Deshalb schauen wir auf den Birdie. Die Flagge Sektor 1-2. Ja, hier gibt es auch ein paar Stellen. Wenn man noch nicht aufpasst, ja, kommt der Birdie sehr weit raus. Die Runde ist hinüber, deswegen gehen wir wieder auf Vettel rauf. Gibt es einige Kurven, wenn man noch nicht aufpasst, dann kann man schon das Auto verlieren und dann ist das Rennen vorbei, schneller als man denkt. Es sind doch einige Fahrer auf der Strecke. Das heißt, die Strecke wird jetzt dann auch nochmal einen Tick schneller zum Ende hier von Q1. Da fahren die Fahrer ein bisschen Gummi rauf, ein bisschen mehr Abtrieb, ein bisschen mehr Grip. Und SICK21X wieder am Start. Moin, grüße ihn raus und er schreibt: Nico! Der ist noch in der Box. Noch hört er nicht. Und Birdie jetzt hier mit einer 1.11.0. Und Vettel mit einer 1.10.1. Ja, erstmal in Q1. Da kommt Dunkelmodder angeflogen. Schauen, was er hier aufs Parkett bringt. Eine 1.9.668. Gar nicht so schlecht. Nicht schlecht. Ist da dran vorne. Zumindest an den Fons. Der aber bestimmt auch noch was zeigen wird. So viel jetzt hier im zweiten Sektor mehr und kommt als nächstes. Schauen wir mal. Ja, sollte so sein. Und er fährt eine 1.8.772 hier. Schneller als sein Teamkollege. Ja, da zeigt er ihm mal kurz. Mit ihm ist noch zu rechnen. Als nächstes kommt denn der 4 oder der Fix. Mit einer 1.10.1 setzt sich damit erstmal auf Platz 7 hinter Vettel. Jetzt müssen wir mal schauen, wer hier wo ist. Ich weiß es jetzt nicht. 36 Sekunden, 45. Ich glaube, da kommt erst der AP2, der ist schwarz-gelb.
Neon auf jeden Fall hat hier in Q1 erstmal seinen Teamkollegen geschlagen, der wohl auch nicht nochmal rausfahren wird da jetzt. Ich denke, das wird so dann bei denen davon zumindest jetzt so bleiben. Und Elpito hier mit einer 1.10.4. P8 zurzeit. So, da kommt Schwarz-Gelb noch, der hier aber sehr langsam unterwegs ist. Der nimmt noch eine Aufwärmrunde. RNQ jetzt gerade hier mit einer 1.8.8.1.2. Setzt sich dazwischen die beiden Ferraris auf P2. Also die beiden Toro Rosso-Piloten hier, RNQ und Skizzy, sehr gut unterwegs bisher. Und wir schauen mal den Marvin zu, der hier auf den harten Reifen unterwegs ist. Hui. Die, glaube ich, nicht mal eine schlechte Runde hinlegt. Auf den harten Reifen. Uiuiui. Da kann sich die Konkurrenz warm anziehen. 1.9.8.1.3 von Marvin auf den harten Reifen hier. Eieiei. Also die Konkurrenz sollte gewarnt sein. Mittlerweile ist auch der gute Nico auf seiner Stellenrunde. Da springen wir natürlich gleich hin. Und Schwarz-Gelb hier mit einer 1.8.9.3.8 auf P4. Zwischenzeitlich hier jetzt. Und Nico ist hier noch auf einer weiteren Aufwärmrunde. Aber wir bleiben jetzt mal drauf. Dunkelmod ist auch nochmal rausgefahren. So, Nico wird jetzt wahrscheinlich auf seine schnelle Runde gehen. Ja, 1.16.8, die Woche ungültig wahrscheinlich hier. An dieser Stelle hier die ersten beiden Kurven. Also eigentlich sind es ja drei. Ist ja die Links-Rechts-Links-Kombination hier gleich nach dem Start. Da passiert es eigentlich am häufigsten, dass man die Runde schon ungültig macht. Wenn man da zu weit rauskommt auf irgendeinen Curb, dann ist es schnell mal vorbei. Aber auch dann gleich beim Start, da wird es auch sehr spannend da in den ersten Kurven, denn wie gesagt, die sind nicht ohne. Es ist zwar genug Platz da, also es ist breit genug, die Strecke, definitiv, aber ja, wird trotzdem knifflig, mit so vielen Autos da gleich am Start dann durchzukommen, vor allem gut durchzukommen. So, Fix ist auch nochmal rausgefahren. Vettel ist auch draußen. Und Nico jetzt hier mit einer 1.8.4.4.2. Nummer 3 Zehntel da schneller als der Neon auf P1. Neue schnellste Zeit hier. Also die 1.7 heute fällt, die 1.8 auf die 1.7 fällt, oder eine 1.7.9 oder so, ich weiß es nicht. Es könnte möglich sein, ja. War die Dunkelmodde, die hier nicht schneller unterwegs ist. 1,5 Sekunden langsamer als seine schnellste Zeit. Auch kurz rausmuschern. Er hat auf jeden Fall noch erst am Start. Das heißt, könnte jetzt hier nochmal eine schöne Runde gehen. Da kommt gerade der gute Black Panther raus. Marvin ist auch nochmal rausgefahren. Jetzt hier mit seinen harten Reifen. Okay. Interessant. Und da hat er gute Dunkelmodde seine Runde abgebrochen. Gehen wir mal auf Fix. Warten mal ab, wer als erstes da über die Linie kommt, seine schnelle Runde anfängt. Der Black Panther oder der Marvin. Das ist der Marvin und auch der Fix. Sehr langsam. Deswegen gehen wir auf Marvin wieder mal. Der mit den harten Reifen unterwegs ist.
Bin gespannt, ob man das nochmal verbessern kann. Ah. Da ist er schon mal schneller gewesen im ersten Sektor. Das ist echt stabil, also das liegt sehr gut. Ich sehe da wenig Rutschen bei ihm. Da ist er knapp 2 Zehntel nochmal schneller. Mal gucken, ob er das bis ins Ziel tragen kann. Und das wird eine 1,9,5,1,2 vor seinen Teamkollegen damit auf P7 mit den harten Reifen. Unglaublich. Also ich schätze, 1,7 könnten wir heute sogar sehen. Und Black Panther jetzt hier mit einer 1,9,0. P7 schiebt sich da noch vor Marvin. Aber wie gesagt, der ist mit den harten da unterwegs. Und das ist zwischen 7 und 8 sind eine halbe Sekunde. Also so viel ist das jetzt auch nicht. So hat sich der Schwarz-Gelb da gerade jetzt nochmal verbessert. Ne, der war vorher da schon. Okay. F4 fällt jetzt gleich über die Linie und verbessert sich auf eine 1,9,6,5,2. Und damit haben wir nur den Julian, der noch nicht draußen war. Ich weiß nicht, ob der jetzt eine Quali-Sperre hat. Das kann ich gar nicht so sagen. Oh, so wollte ich tun. Trotz Gelb hier auch nochmal schneller unterwegs. 1,8,8,5,5. Damit auf Platz 4 vorgeschoben. An Pay vorbei. Marvin wieder in der Box. Fiegst langsamer. Black Panther geht nochmal auf seine schnelle Runde. Geht in die Box. Und Bellof am Start. Moin Moin, Grüße gehen raus. Und Sig schreibt, keiner kommt da Nico ran. Ich denke, der Marvin wird in Q3 an Nico rankommen. Der fährt auf den harten Reifen hier. Eine 1,9,5. Das ist schon heftig. So, und auch der Fix an der Box. Deswegen gehen wir zu Pitu. Also wir müssen da echt das Q3 abwarten, weil da werden die Hosen runtergelassen. Da muss dann Nico auch an seine Grenzen gehen. So wie die anderen Fahrer dann auch, wenn sie dann in Q3 sind. Und dann werden wir sehen. Ja. Für was es reicht bei Nico. Also ich denke, mit Marvin dürfte heute definitiv zu rechnen sein. Wer schon mit den harten 1,9,5 fährt, sorry, der ist für mich definitiv ein Pole-Kandidat. Denn das ist gerade mal eine Sekunde langsamer nur als Nico auf der weichesten Mischung. Und Fons fährt jetzt auch nochmal raus. Auch der Julian ist draußen. Ich weiß nicht, ob die das noch schaffen. Weil bei Epito sieht das eher nach, ich fahre wieder in die Box oder will er hier jetzt eine schöne Runde fahren. Dann will sie jetzt dann wohl nochmal fahren, keine Ahnung. Schauen wir kurz, der Fons ist hier im zweiten Sektor, glaube ich. Julian kommt jetzt auch noch. Ich glaube, die dürfen sogar noch ihre Runden fahren. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Immer so. Ja, tatsächlich, ja, genau. Und Epito jetzt hier schneller unterwegs. Das war fast Marvin-Niveau. Zumindest was den ersten Sektor betrifft. Hat nicht viel gefehlt auf Marvin seine Zeit im ersten Sektor. Jetzt ist er nochmal 7 Zehntel schneller hier, der gute Epito. Es könnte Richtung 1,96 gehen.
wenn er die letzte Kurve da eben gut erwischt hat. Und es wird eine 1.9885. Sich verbessert, aber kein Platz. Bleibt 13. Jetzt haben wir den Julian hier noch. Der jetzt über die Linie kommt mit einer 1.9131. Und Fons da auf sehr weiten Abwegen. Uiuiui. Na gut. Wir haben 14 Fahrer unter der 1.10. Birdie hat es noch nicht geschafft, aber er hat noch mindestens das Q2 dafür Zeit. Also, ist noch alles drin. Alles möglich. Deshalb müssen wir abwarten, was jetzt in Q2 passiert, denn jetzt werden wir auch die Reifen sehen, die die Fahrer nehmen wollen fürs Rennen, für den Start. Zumindest ist das bei der Top 10 der Fall. Kommen wir zu Q2. Jetzt sind wir gespannt, welche Reifen hier gewählt werden von den Fahrern. Und wer natürlich als erstes rausfährt. Ah, da sehen wir schon die ersten Wechsel. Und wir hören, glaube ich, einmal Motorsound. Die Frage ist, wo ist das ein Mercedes? Ne, es ist bei Renault. Anscheinend der Vettel. Der jetzt erst rausfährt mit den Mediums. Auch hier, wenn man aus der Box fährt, kann man sich gut und gerne mal wieder den Flügel anfahren. Da muss man echt aufpassen. Aber jetzt kommt auch mehr und mehr die Sonne raus, also dass es trocken bleibt, bestätigt sich jetzt auch immer mehr und mehr. Denn wie gesagt, die Sonne kommt raus. So bewölkt ist es auch nicht mehr. Auch der Dunkelmodell ist hier rausgefahren auf den Mediums. Skizzy auch draußen mit den Mediums. Ich glaube, Vettel entscheidet sich hier nicht für noch eine Aufwärmrunde. Er fährt jetzt seine Stelle wahrscheinlich. Das ist gecuttet, das ist vorbei. Das war Vettel seine schnelle Runde. Jetzt kann er nochmal eine Aufwärmrunde machen und dann ja, nochmal neu durchstarten. Und deshalb gehen wir hier auf den guten Model. Ah, 17.2 ist nicht so schlecht. 2 Zehntel hinter dem, was wir bei Marvin gesehen haben. Das habe ich mir nicht gemerkt, diese 17.0. Im ersten Sektor. Also da geht bestimmt noch ein bisschen was. Wie gesagt, da bei Marvin war das auf den harten. Wir haben jetzt auch einige Fahrer auf dem Softs hier draußen. Aber der Hauptteil auf den Mediums. Und da kommt Mott ein bisschen weit raus. Das heißt, auch die Runde dürfte, glaube ich, vorbei sein. Jetzt müssen wir schauen, da ist der S-Sektor, Pave im zweiten, aber ich glaube Skizzy dürfte der nächste sein dann. Der hier aber wohl noch eine Aufwärmrunde genommen hat.
Oder täuscht das gerade? Ich glaube, das täuscht gerade ein bisschen. Das heißt, der fährt jetzt in der 1-10-0 und setzt die erste Zeit somit. Gehen auf Pave, der jetzt nächstes kommen dürfte. Der wird eine schnellere Zeit fahren. Das wird eine 1-8-9-5-0 von Pave hier auf den Mediums. Uiuiui. So, Fix, der nächste, der kommt. 1-22 war wohl ungültig. Black Panther dürfte der nächste sein. Ne, vor ihm ist Marvin, glaube ich. Ne. Also gehen wir auf Black Panther, das dürfte der Fonds gewesen sein. Ah, siehste. Habe ich jetzt übersehen. Black Panther auch ungültig. Schauen wir mal, Marvin im dritten Sektor. Ich glaube, der schlägt da gerade den Pave nochmal. Nein, macht er nicht. 1-9-1-1-9 von Marvin hier. Neon noch nicht weit genug. Schwarz-Gelb auch noch nicht. Da dürften ja schon fast die neuen Komfort. Motte jetzt mit einer 1-11-3. Vettel mit einer 1-10-5. Wir müssen mal schauen hier. Ne, den wollte ich nicht. Den wollte ich. Der fährt in die Box. Die 10 Minuten haben wir noch. Der fährt die Runde zu Ende. Das wird eine 1-9-1 hier von Force. Zwei Runden alte. Soft. So. Black Panther 1-12-9 hier. Schwarz-Gelb 1-9-4 auf P4. Julian stellt eine Runde, fängt gerade an. Neon fängt gerade an. RNQ, letzter Sektor. Mit den Softs. Macht ein Renault schön Platz. Das ist der Vettel. Hatte mittlerweile auch schon drei Runden auf den Mediums drauf. So, ein RNQ hier mit einer 1-8-7-2-5. Neue schnellste Runde mit den Softs. Ich glaube, Neon ist da schon abgebrochen, weil er die erste Runde ungültig hatte. Lässt jetzt hier auch die Julian vorbei. Und auf Vettel hier mit drei Runden auf die Mediums. Black Panther hat auch schon zwei Runden drauf. Dürfte aber auch demnächst kommen. Und nochmal seine Zeit eventuell verbessern. Oder er fährt rein und holt sich die Softs, weil mit der Zeit wird er nicht weiterkommen. So, Julian. Kommt über die Linie mit 1-9-8, die ungültig ist. Neon geht jetzt wohl nochmal auf seine schnelle Runde. Schauen wir mal. So, Birdie im zweiten Sektor, Nico im zweiten Sektor. Nico ein Stück weiter vorne, schauen wir mal drauf. Vettel kann sich hier, glaube ich, verbessern. Ne, es war Motte, der sich verbessert auf eine 1-10-4-6-0 mit den Mediums, mit 4 Runden. Ey, das wird hart. Also wir haben bisher 2 Fahrer auf den Softs in den Top 10. Das ist einmal RQ und einmal Force. Also, ob das so gut ist, mit 4 Runden alten Mediums in das Rennen zu starten, ich weiß nicht. Vielleicht sollte er einfahren, dass die Softs holen. Ne? Weil ich weiß auch nicht, ob er mit der Zeit weiterkommt. 1-10-4-6-0. Denn Nico hat hier noch eine weitere Aufwärmrunde benutzt. Für das Ganze, genau wie Birdie. Okay. Schauen wir mal wieder auf Julian. Jetzt hier gleich nochmal wieder kommen darf, kommen wird. Und Panther mit einer 1-9-5-7-7, 4 Runden auf Platz 7 jetzt gerutscht, weil Julian eine 1-9-3-3-2 auf 2 Runden halt Mediums fährt. Das heißt, Black Panther da jetzt auf 7 gerutscht und jetzt zurzeit auf dem Hot Seat Vettel. Aber wir haben noch 5 Fahrer, die noch keine Runde, keine Zeit gesetzt haben.
schauen, was der Nico jetzt hier gleich macht. Es wird eine 1, 8, 8, 1, 6. Damit P2 hinter RQ und vor Pave. Sollte ein sicheres Ding sein, so Birdie jetzt hier gerade mit 1, 10, 7, 3, 7 auf P12. Jetzt haben wir noch Fix hier. Skizzy fährt jetzt auch nochmal raus mit den Mediums, ist auf P9 gerade. Ja, Motta jetzt hier gerade auf dem Hotseat, Vettel und Birdie werden zurzeit raus. Mit Fix, Neon und Alpito. Neon ist sogar in die Box gefahren, ja. Der jetzt nochmal mit dem Minus rausfällt, weiß ich nicht. Schauen den Fix hier weiter zu. Und schauen, ob er der, ja, dritte Fahrer wird mit dem Softs. Der sich hier in Top 10 schiebt. Motte hat da jetzt auch auf die Softs gewechselt. Ja, Pito wird jetzt gleich mit den Softs noch kommen. Und Fix jetzt hier auch. Und er wird eine schnellere Zeit fahren. Es wird eine 1.94.26 auf P7 damit. Somit Motte zurzeit rausgehauen, Skizzy auf dem Hotseat. Birdie langsam unterwegs, Skizzy ist jetzt gerade auf seiner schnellen Runde. Sitzt er auf dem Hotseat. Wir haben drei Fahrer mit den Softs da in den Top 10. Der Panther hat jetzt auch umgeschnallt, ja. Muss er wahrscheinlich. Ansonsten wird es ziemlich eng. Ist hier auf P9 gerade. Kann Skizzy sich hier verbessern? Kommt er unter die 1.10 auf eine 1.9? Muss er. Und er muss eine halbe Sekunde finden. Und Neon auch nochmal rausgekommen mit seinen zwei Runden Light Mediums. Also. Und er hat eine halbe Sekunde gefunden, der gute Skizzy. Über eine halbe Sekunde. Wie viel kann er mit ins Ziel tragen? Ui, da muss er ja ganz schön und... Er geht in die Box. Er geht in die Box, da war er schneller unterwegs. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie einen Fehler gemacht hat in der letzten Kurve. Ich konnte es nicht genau sehen. Er war auf jeden Fall schneller unterwegs. Hm. Nichtsdestotrotz, Epito... Einer der beiden letzten Fahrer, die noch keine Zeit gesetzt haben. 3 Minuten 50 haben wir noch. Und zurzeit raus werden Motte, Vettel, Birdie, Neon und LP2. Aber LP2 kommt jetzt hier gleich über die Linie mit einer 1.9570. Es reicht für P9. Haut damit den Skizzy zurzeit erstmal raus und Black Panther auf den Hotseat. Aber jetzt kommt jetzt. Aber jetzt kommt gleich noch der Neon. Das heißt, für Black Panther dürfte es jetzt auch dann wieder vorbei sein, erstmal. Mit den Top 10, denn Neon kommt hier über die Linie mit einer 1.9131 auf P5. Haut den Black Panther raus, Alpito auf dem Hotseat. Und die hinteren Fahrer zurzeit, die raus werden, Black Panther, Skizzy, Motte, Vettel und Birdie sind an der Box. 3 Minuten haben wir hier knapp noch. Und wir sehen auch, da wird umgeschnallt, auch bis P8 da. Alle auf den frischen Soft, bis auf Alpito, der ist ja gerade noch draußen. Und Black Panther, der erste, der rausfährt. Und wir sehen auch, zurzeit wären 4 Fahrer mit den Softs in den Top 10. So. Ich denke, dass der Epito jetzt gleich reinfahren wird. Denn. Oder? Fährt er noch eine Runde? Noch eine Runde. Ja, theoretisch machen, ne? Schauen wir mal. Er fährt noch eine Runde. Also bleiben wir drauf. Der sitzt hier auf dem Hotseat. Seine letzte Chance. Fix fährt jetzt auch raus. Schwarz-Gelb sollte jetzt dann auch irgendwann rausfahren. Genauso wie Vettel und Birdie, wenn sie noch eine Runde weiterkommen wollen. Birdie noch nicht umgeschnallt da. Ah, Epito hier schon mal 13 langsamer. Schauen wir mal auf den zweiten Sektor, ob er da Zeit wieder gewinnt oder noch mehr verliert. Ich weiß nicht. Mal schauen. Und dann können wir vielleicht umschwenken, weil dann wird das vielleicht hier auch nichts mehr für Epito.
Das ist seine letzte Chance, mehr oder weniger, die er hat. Und Force jetzt auch nochmal mit frischen Softs rausgefahren. Der ist sich seiner Sache da auch nicht sicher, auf P6. Julian bleibt aber in der Box. Birdie auch noch in der Box. So, Pito, zweite Zwischenzeit. Wieder, immer noch langsamer. Das heißt, ich glaube nicht, dass das hier noch was wird. Deswegen schwenken wir jetzt auf Black Panther. Und für Pito ist das jetzt, ja, leider zuschauen. Und Black Panther findet dann nochmal 4/10, 4,5. Pito in die Box. Das heißt, er ist raus. Er ist zum Zuschauen verdammt jetzt hier auf P10 liegend. Und Black Panther ist da gerade schneller unterwegs. Frage ist, wie viel schneller ist er da unterwegs? Es wird eine 1.8885. Auf P3 ist er damit gerutscht. Und hat den Pito rausgehauen. Der ist jetzt raus. So, Motte. Ah, ist nicht viel schneller unterwegs hier. So, Julian ist in der Box geblieben, kann nichts mehr machen. Pito. Oh, Julian ist doch draußen. Okay. Und Motte jetzt hier mit einer 1. 10, 3, 9, 8 und es war eine ungültige Runde. Ah, ich glaube nicht, dass das nochmal was wird jetzt hier für ihn. Und wow, Skizzy mit einer 1, 8, 6, 9, 3 auf P1 vorgerutscht. Hat den Schwarz-Gelb da jetzt erstmal rausgehauen. Uiuiui. Schwarz-Gelb, der ist aber jetzt auch gerade auf einer schnellen Runde unterwegs hier. Und Fies kommt dann noch auf P10 gerade, auf dem Hotseat. Ist er schneller? Er ist schneller. Eine 1.9226 hat sich auf P9 hochgeschoben. Julian ist zum Zuschauen verdammt. Der muss jetzt bangen, dass er hier weiterkommt. Denn hier sind noch ein paar Fahrer schnell unterwegs. Vettel vor allen Dingen. Der ist schneller unterwegs. Wie viel schneller? Was schafft er? Nein, da bremst er ab. Da bremst er ab. Lässt da den Julian durch, der abgewunken wurde schon. Und Schwarz-Gelb kommt jetzt aber auch noch über Linie mit 7.66 auf P3, haut den Julian raus. 4 Fix auf dem Hotseat. Fonks verbessert sich auch nochmal auf eine 1.8925. Und ja, Motte und. Ja, Motte konnte sich nochmal verbessern auf eine 1.9761. Aber es reicht nur für P13. Das heißt, wir haben die Top 10, wir haben die 5 Fahrer, die hier leider ausscheiden. Es sind Julian, Pito, Motte, Vettel und Birdie. Und Fix konnte sich gerade so retten. Auf dem Hotseat hier, auf P10. Da fährt er in die Box. Schön. Macht Spaß, das zu sehen. Supi, supi. Hey, hey. Das heißt, ich freue mich auf jeden Fall mega jetzt auf das Qualifying-Finale. Also 1.8.4 haben wir schon gesehen. Skizzy jetzt mit einer 1.8.6.9.3, also eigentlich mit einer 1.7. Aber wir haben auch schon 1.8.4 gesehen. Also es lässt auf jeden Fall hoffen. Und wir haben hier, ja, 6x Soft, 4x Mediums. Nico, Pave, Marvin, Neon auf den Mediums am Start. Der Rest wird auf den Softs an den Start gehen. Skizzy, RNQ, Schwarz-Gelb, Black Panther, Fons und Fix. Und ja, natürlich hier hinten Julian, Pito, Motte, Vettel, Birdie, die raus sind. Die haben freie Reifenwahl nachher. Nicht schlecht. So. Jetzt heißt es Hosen runterlassen. Alles raushauen, was geht. 12 Minuten haben die Fahrer dafür Zeit. Ich bin gespannt, wer sich hier die Pole holt. Wer wird hier von der 1 starten? Wir sehen schon.
Black Panther macht sich bereit und auch der Pave macht sich bereit. Bin ich gespannt, wer da erstes rausfährt. Dürfte, glaube ich, der Black Panther sein. Aber wir haben auch noch andere Garagen, die sich hier gerade fertig machen. Und da hat sich der Toro Rosso von Skeezy vorgedrängelt. Da hat sich Skeezy nochmal vor Black Panther gemogelt. Und ihn quasi so die Führungsposition hier weggeschnappt. Ja, liegt auch daran, dass Toro Rosso das... Ja, die Boxen... sehr weit hinten hat. Ja, zwei Stück. Ja. Aber er hat ihn wieder vorbeigelassen in den Black Panther. Das heißt, wir werden doch mit Black Panther hier die erste Runde gehen. Wir basieren in Q3. Dahinter kommt aber auch schon Pave. Oder ist es Neon? Nee, das ist der Pave, ey. Und bisher alle raus. Nur Nico und Marvin noch in der Box. Vielleicht wollen sie den One-Shot versuchen. Der muss dann aber auch sitzen. Ansonsten... Hui, mit Heikel. So, Black Panther. Schnelle Runde startet jetzt. Ich glaube, dass der Skeezy da sehr dicht dran ist am Black Panther. Das dürfte für beide jetzt nicht unbedingt so toll sein. Für den Black Panther nicht, weil es vielleicht ein bisschen ablenkt, und für den Skeezy nicht, weil er da ja direkt da irgendwo hinterhängt und immer aufpassen muss. 1.8898 hier vor Black Panther, aber Skeezy überbietet das jetzt hier nochmal mit einer 1.817. Aber da kommt Pave mit einer 1.8271 um die Ecke. Fix 1.10.1. Also jetzt müssen wir mal schauen hier. Dann dürfte doch der Neon schon kommen hier. Ja, schwarz-gelb 1.8601 auf P2. Jetzt kommt Neon 1.8631 P3 hinter schwarz-gelb. Da kommt RMQ. Fährt in die Box. Fonds. Langsame Runde. Entweder fährt er jetzt auch in die Box oder er fährt jetzt nochmal. Er fährt nochmal. Nico fährt auch gleich seine zweite schnell, also die erste schnelle Runde, macht auch noch eine Aufwärmrunde. Und Marvin. Nico jetzt hier mit einer 1.8218. Okay, doch, der war schnell unterwegs. What? Was hat er mir denn da angezeigt? Der war doch... Ich war bei Nico gar nicht drauf. Ich wusste, ich dachte, der würde nachher erst kommen. Das war doof. Entschuldigung. Schöne Zeit von Nico jetzt hier gerade nicht gesehen, der jetzt hier gerade das Feld anfüllt mit einer 1.8218. Aber jetzt kommt hier Marvin noch mit einer 1.8142. Setzt sich damit auf Pull. Uiuiui. Puh. Hier geht was heute, hier geht was. So, vor uns jetzt im zweiten Anlauf. Ja, 4,9 Sekunden da schneller. Wo wird die Reise hier für Fonds enden? Bei der 1.90. Ist damit aber nur auf P8. Ja. Dann ja, nochmal ein Tick schneller. Da muss da noch ein bisschen was draufpacken.
Hier der momentane Pole-Sitter. Eher in Marvin. Wird jetzt wieder an die Box fahren. Und sich auch zum zweiten Schuss bereit machen hier. 6 Minuten 15 haben wir noch. Wird gleich ein bisschen dauern, bis sie dann wieder rausfahren. Aber wir sehen, der RQ ist rausgekommen, dann gehen wir natürlich doch auf den drauf. Der wird ja dann eine schnelle Runde bald fahren, ne? Macht der Fonds wahrscheinlich nicht mehr, der wird jetzt in die Box fahren, denke ich. Während halt die ersten schon umschnallen hier. Für den zweiten Run. 5,5 Minuten circa haben wir noch. Auch der Fix ist rausgefahren. Das sind hier die ersten Fahrer für den zweiten Schuss. Mal schauen, wo es für RQ endet. Sein Teamkollege nicht schlecht unterwegs, aber eine 1.8817 reicht halt gerade nur für P6. RQ geht jetzt auf die schnelle Runde. Auch Schwarz-Gelb schon rausgekommen. Der beginnt da vorne, der Top-Fahrer wohl. Ja. Die zweite Runde, er läutet die zweite Runde quasi ein. Bisher haben auch alle jetzt noch gewechselt auf frische Reifen bis auf Fonds. Ich glaube aber, der hat auch keinen Satz mehr. Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, der hat keinen Satz mehr. Ich glaube, der hat alles verbraten, um hier in Q3 zu kommen. Ein Q52002, das ist nicht so schlecht. Das könnte... Ah, doch. Richtung Platz 5 gehen. Und die Uhr bleibt stehen bei einer 1,9... Ah, 1,8583. Es ist sogar Platz 4, vor den Schwarz-Gelb sogar noch. Hui. Nicht schlecht. Er wird jetzt gleich nochmal in die Box fahren. Ich weiß nicht, ob er dann nochmal Zeit hat, um nochmal rauszufahren. Das wird eng. So, Fix kommt jetzt hier als nächstes. Ist hier 8 Zehntel schneller. Aber es reicht halt noch nicht, um da den nächsten, den Fonds anzugreifen. 8 Zehntel reicht da noch nicht. Die Uhr bleibt aber stehen bei einer 1,9370. Er hat sich von der Zeit her verbessert, nicht von der Platzierung. Er bleibt auf P10. Und jetzt kommt hier Schwarz-Gelb, der nochmal knapp 1,5 Zehntel schneller ist als seine vorherige. Seine beste Zeit ist für eine 1,8492. Setzt sich vor RQ wieder auf P4. Hui, jetzt geht's hier langsam aber sicher rund. Was? Okay. Ich warte nochmal auf die einen Runden alten Softs gewechselt, warum auch immer. Vielleicht was geguckt oder so, ich weiß es nicht. Also ich denke, die eine Runde drauf haben, werden jetzt hier nicht mehr so viel machen können. Die werden jetzt nochmal in die Box fahren. Vielleicht können sie nochmal rausfahren. Schauen wir mal. 2 Minuten 40 haben sie noch. Und Black Panther. Verbessert sich auf eine 1,8643. Hat sich da auch platztechnisch verbessert auf P7, aber ja, es reicht halt nicht, um weiter vorne anzugreifen. So, Neon. Ganz kleines Tickchen langsamer unterwegs als seine schnellste Runde. So, Marvin hier von bei 2 Minuten fährt er jetzt raus auf seine Outlap, um seinen zweiten Run zu machen. Ich bin gespannt. Sehen wir noch die 1,7 heute? Fonds rausgefahren, Skizzy auch rausgefahren. 1 Minute 40 haben wir noch. Ich denke, jetzt werden auch die anderen so langsam kommen. So, Neon verbessert sich.
leicht auf einer 1.8593. Bleibt aber auf P6. Und wir gehen auf den momentanen Pole-Sitter. Den guten Marvin. Der Tick hier langsamer ist hier im ersten Sektor. Also wer jetzt an der Box ist, der ja, guckt jetzt eigentlich auch zu. Felix und Schwarz-Gelb. Denn bei Schwarz-Gelb ändert sich gleich doch nochmal irgendwie was, weil das wieder ein bisschen rumspinnt. Die Marvin 1,3 Sekunden langsamer, also da können wir vielleicht gleich nochmal rüber schauen. So, vor uns jetzt hier minimal langsamer. Easy. Da irgendwo dahinter. So. Marvin fällt wieder in die Box, das heißt Marvin, ja, muss jetzt abwarten, was passiert. Alle sind draußen, alle anderen. Wir haben noch 5 Sekunden offiziell zu gehen. Jeder, der über die Linie war, darf die Runde noch jetzt auf jeden Fall beenden. Und jetzt ist vorbei. Wer jetzt über die Linie war, der wird seine Runde dann beenden. Und auch Schwarz-Gelb und Fix wurden da abgewunken. Viel zu spät rausgefahren. Zeit vercheckt. Ich denke, Neon und Black Panther werden auch nichts mehr unbedingt machen können. 2 Runden und 3 Runden auf den Reifen drauf. Was macht Fons jetzt hier noch? Kann Fons sich verbessern? Und wenn ja, wo geht die Reise hin? Fons mit einer 1, 8, 6, 7, 4 kann sich verbessern. Bleibt auf 8 stehen. Skizzy 1, 8, 5, 9, 0. Rückt vor auf P6. Da wird er wohl auch bleiben. Denn hinter ihm kommt keiner mehr, der schneller ist. RNQ ist da schneller unterwegs. Pave kommt da aber auch. Bleibt kurz bei Pave drauf. Marvin. Oh, Nico. Nico mit einer 1, 7, 9, 6, 5. Und ich war schon wieder nicht drauf. Verdammte Scheiße. Affick doch die Hände, Nico. Leck mich am Arsch, Junge. Er zeigt uns die 1,7 hier. 1,7, 9, 6, 5. Das muss man dir auf der Zunge zergehen lassen. Ach du Scheiße, und ich war wieder nicht drauf. Das ärgert mich gerade maßlos. Ich dachte, er wäre irgendwo dahinter. Verdammte Scheiße. Ha! Kack die Wand an, Junge. Nico von der Pol. Eieiei, Marvin auf der 2. Musste seine Runde aufgeben, warum auch immer. Irgendwas hat da wohl nicht geschimpft. Pave auf der 3, Schwarz-Gelb 4, die beiden Mercedes auf 4 und 5 übrigens. Schwarz-Gelb 4, Black Panther 5, RQ, die beiden Toro Rosso auf 6 und 7, RQ und Skizzy. Neon auf der 8, Fons auf der 9 und Fix auf der 10. Alter, kack die Wand an, ey, und ich hab's schon wieder nicht gesehen. So, ich schau mal kurz, wann das losgeht. Hui. Vielleicht schaffe ich ja noch eine rauchen. Schaffe ich noch eine rauchen? 21.13. Oh, dann schaffe ich noch eine zu rauchen. Das ist ja super. Erfreut mir. Die freut mir. Kacke, Mann. Ah, verdammt, ey. Ich hätte gerne die Runde gesehen, Nico. Ist echt. Zweimal, ey, machst du so eine geile Runde und ich sehe sie einfach nicht, ey. Verdammte Axt, ey. Nächste Woche, wenn ich dann wieder bei dir drauf bin, weil ich mich daran erinnere, dass ich bei dir hätte draufgehen sollen, gehe ich bei dir rauf und du verkackst es oder so, weißt du, das ist dann auch schon wieder scheiße. Also für dich scheiße, dann so, dann zeige ich dich und dann, ja. Aber, ja, verdammte Axt, egal. Shit happens. Ja, ich gehe jetzt eine rauchen, ey. Das war schon wieder ein Qualifying, Alter, Jungs, echt. Also, ich weiß nicht, warum man hier nicht einschaltet, Alter. Das ist Racing vom Allerfeinsten von allen Fahrern da, ey. Das ist einfach der Hammer, ey. Klar, es sind halt 3 Fahrer, die das mehr oder weniger so unter sich ausmachen, aber Jungens, da geht immer was, da geht immer was. So, ich gehe eine rauchen, bin gleich wieder da. Bis gleich.
So, moin moin, bin wieder da. 3 Minuten haben wir noch, circa. Und Sick schreibt, Nico holt das. Ja, er hat auf jeden Fall die besten Chancen. Definitiv. Startet von der Pole. Ja, kann das Rennen eigentlich, wenn er nach den ersten Kurven noch Erster ist, ja, kontrollieren. Schauen, ob er das auch schafft und kann, ob die anderen da nicht sogar was dagegen haben. Schauen wir mal. Und der Fix F1 ist am Start. Moin, moin, grüße gehen raus. Und er schreibt, moin, servus, moin. Und ja, bin jetzt halt gleich gespannt, auch auf was für Reifen die hinteren 5 Fahrer da zurückgreifen. Jo. Bin echt gespannt auf das Ganze. Zeiten waren auch recht dicht beieinander. Also ich. Ja, VCRL Tobi am Start hier. Moin, moin, Grüße gehen raus. Schreibt moin. Und bin auch gespannt, wie die erste Kurve ausgehen wird. Denn wie gesagt, sie ist nicht ohne. Also mit so vielen Autos durch diese ersten Kurven sich zu schlängeln, hangeln, wie auch immer, ist nicht ganz einfach. Muss da schon aufpassen, vor allen Dingen die Fahrer, die dann auch innen bzw. außen sind, je nachdem, ist es auf beiden Seiten recht gefährlich. Mal schauen, wie die das hier so handeln. Ich bin gespannt drauf. Also, ja, wir haben noch circa eine Minute. Und heiß wie Frittenfett, ich hoffe, ihr auch. Uiuiui. Wollte noch sagen, also ein Sieg von Nico heute hier, oder zumindest eine Platzierung von Nico vor Pave und Marvin, wäre für die Fahrerwertung jetzt nicht ganz uninteressant, denn wie gesagt, Nico von den dreien derjenige, der am weitesten abgeschlagen ist, also der jetzt vom Pole startet und eigentlich nur verlieren kann, also er muss jetzt echt gucken, dass er nach dem Start Erster bleibt und dann auch dann, ja, versuchen, das Feld zu kontrollieren in dem Fall. Escalation schreibt enger als seine Freundin. Ja, die Zeiten waren enger. Das mag sein. Ich kann dich leider nicht beurteilen. So, geht jetzt los hier. Badam. Einführungsrunde. Und ich bin in der Cockpit-Ansicht von Nico. Das ist ja auch schön. Und wir schauen erstmal auf die Reifen. Warum ich jetzt hier auch gerade. Wieso hab ich denn. Okay, ich habe halt nur Cockpit. Nee, jetzt doch nicht. Okay. Hinten Julian, Motte, Vettel und Bird auf den Softs. Nur LP2 da auf den Mediums. Okay, das ist interessant. Vorne die ersten drei auf den Mediums und Neon auf der 8 auf den Mediums. Die ersten drei auf den Mediums, das wird auch interessant. Ich bin gespannt, was die Mercedes da machen. Hier, Schwarz-Gelb und Black Panther, die müssen natürlich Druck machen, genauso wie RQ Skizzy. Wir haben da die schnelleren Reifen. Aber wir gehen nochmal die Startaufstellung durch. Es ist Nico auf der Pole. Dahinter folgt Marvin auf der 2. Pave auf der 3. Die beiden Mercedes-Fahrer Schwarz-Gelb auf 4. Black Panther auf der 5. Dann zweimal Toro Rosso mit RQ auf der 6. Und Skizzy auf der 7. Dann haben wir Neon auf der 8. Den zweiten Ferrari Force und zweiten McLaren auf der 9. Also das sind noch Unterschiede hier zwischen den ersten und zweiten Fahrer, so wie es mir scheint. Also ich würde es jetzt einfach mal so nennen. Da haben wir Fix hier auf der 10 in der Startaufstellung schon. Im Red Bull. Julian auf der 11 in dem Racing Point. Epito 12. Williams, genauso wie sein Teamkollege Williams. Dunkelmotte auf der 13. Vettel auf der 14 in Renault, heute alleine unterwegs. Und der zweite Red Bull auf der 15 mit Birdie. Und wir gehen wieder vorne auf das Geschehen und ich gehe mal hier ein bisschen auf die Mercedes. Ich denke, da wird es gleich auf jeden Fall Attacken geben zum Start. Spannend. Fahrer fahren in die Startaufstellung und 36 Runden in Brasilien werden wir gleich erleben. Und die Ampeln springen an. Und der große Preis von Brasilien hier in der UFL startet jetzt. Oder auch nicht. Doch jetzt startet er und Nico kommt da sehr gut weg. Ich glaube, Marvin kommt da gar nicht gut weg. Muss da gleich schon fighten.
Und wieso habe ich jetzt hier hinten nicht weiter drauf? Uiuiui, warum auch immer. Und da kommen aber alle recht gut durch. Da war gerade der schwarz-gelb geghostet. Der musste seinen Teamkollegen vorbeilassen. Force hat auch guten Start erwischt. Neon nicht so. Vettel auch sehr guten Start erwischt. Fix hat auch keinen guten Start erwischt. Das könnte vielleicht an den Reifen liegen. Und es ist hier noch alles sehr, sehr eng. Und da hinten, uiuiui, da geht es richtig gut zur Sache. Der Pito gegen Birdie. Die sind noch nebeneinander für diese Kurve. Das wird... Uiuiuiuiui. Also Pave und Marvin haben da vorne auf jeden Fall die Plätze getauscht. Genauso wie bei den Mercedes-Fahrer. Mit Penta jetzt vor Schwarz-Gelb. Skizzy und RMQ sind dann noch auf 6 und 7. Force hat einen guten Start erwischt. Genauso wie Julian, der hat auch zwei Plätze gut gemacht. Aber hier ist noch alles sehr, sehr eng beieinander. Die Zeiten sind noch sehr bedürftig, sag ich mal. Also. Und dahin gab es Platztausch, weil Fix außerhalb der Strecke war. Vettel wurde gerade von Motte geholt. Und Schwarz-Gelb und Black Panther haben auch die Plätze getauscht. Vettel hat wieder. Vettel wieder vorbei an Motte und Schwarz-Gelb vorbei an seinen Teamkollegen. Und da vorne die drei können sich ein bisschen absetzen. Das ist eine kleinere Lücke jetzt hier zwischen Schwarz-Gelb und Marvin. Die Force muss ja aufpassen. Uiuiui, der stand ein bisschen quer. Davon kommt nämlich jetzt schon Julian. Level in vorbei. Schafft es aber nicht. Gleich, da musste Marvin ein bisschen doch zum mehr Abstand jetzt lassen. Jetzt stimmen auch langsam die Abstände. Wir haben hier zwei Dreiergruppen, ja, da könnte es doch wieder Skizzy wieder ein bisschen rankommen. Auch das doch wieder zu einer Riesengruppe hier. Vorne Pave gegen Nico, ja, das reicht noch nicht ganz, aber RMQ jetzt hier gegen Black Panther reicht auch noch nicht ganz. Und Force gegen Skizzy reicht auch noch nicht ganz. Aber dahinter kommt auch, halt auch schon Julian. Da muss er nach hinten auch noch aufpassen. Und Motte gegen Vettel hier. Ja, Motte muss noch dahinter bleiben. Schwarz-Gelb kommt wieder so ein bisschen ran an Marvin. Wäre für ihn gar nicht so unwichtig, auch den Flügel aufzukriegen. Und Force hat hier anscheinend ein paar Probleme. Kommt da nicht immer so gut durch aus den Kurven raus. Und, der DRS ist ja auch mittlerweile aktiviert. Das heißt, das geht jetzt ja auch bei Julian und Force. Darf ich wohl nicht aufmachen oder ein Problem. Aber es reicht hier noch nicht für Julian. Aber Motte hier vorbei an Vettel. PF jetzt hier für Motte. Ui, was ist da eine Berührung? Ich weiß nicht. Julian hier mit der 3 Sekunden Zeitstrafe, mehrere Verwarnung. Jetzt schon, nach 4 Runden. Uiuiui. Geht ab bei ihm. Oh, Fix hier an seinen Teamkollegen dran. Fix an seinen Teamkollegen dran, macht es innen. Ja. Die Absprache hat nicht ganz so gestimmt, aber er ist innen vorbei. Und hier die drei, die sich auch schon vom Rest so ein bisschen absetzen können. 1,5 Sekunden sind da jetzt zwischen Schwarz-Gelb und den dreien hier. Müssen natürlich gucken, dass sie diesen Abstand halten. Das wäre für die Reihe ganz gut. Vor allem, wenn es dann auch Richtung Boston Stops geht. Aber wir haben hier noch eine riesen Gruppe von Platz 4 bis zu Platz 10. Alle innerhalb einer Sekunde. Aber für Marvin wird es ja auch noch nicht rein, denn Pave hat auch den Flügel auf. Aber Marvin hier mit einer 1,11. Force jetzt mit einer 1,11,5,6,4. Neue schnellste Rennrunde. Und Fix hier dran an LP2.
Uiuiui, also hier geht's überall ab. Es sind überall Fights. Ihr merkt schon, ich weiß gar nicht, wo ich genau hinschalten soll. Also ich schalte hier ein bisschen rum, um vielleicht auch nichts zu verpassen. Denn, ja. Oh, Fawns musst du ein bisschen abreißen lassen. Das ist für Fawns persönlich jetzt nicht so gut, denn wie gesagt, er verliert den offenen Flügel. Was ihm natürlich bei der Verteidigung gegen Julian nicht so hilft. Sondern eher einen Nachteil zwingt. Das heißt, da kannst du absetzen von dieser Dreiergruppe hier. Von hinten haben wir auch noch eine Vierergruppe hinter Vettel, die sich da zusammen schert. RQ gegen Black Panther, das wird noch nichts. Hier, nochmal ein bisschen aufpassen. Aus der Sicht von Marvin hier immer wieder auf der Geraden. Bei dem Spitzentrio hier. Und RQ vorbei jetzt an Black Panther. Ah, ein bisschen. Ja, gut. War aber noch, glaube ich, im Rahmen. Vorbei jetzt hier. RQ auf P5. Vorbei an Black Panther. Ah, Black Panther will natürlich diesen Platz wieder zurückhaben. Schwarz-Gelb jetzt mit der Zeitstrafe. Uiuiui. Also so früh jetzt hier schon die Zeitstrafen kassieren, ist vielleicht nicht ganz so geil. Und ui. Da ist der Pitu ganz weit neben der Strecke. Wie sie hier den Platz wieder zurückholen, ist jetzt auf der Innenseite. Schafft er auch. Deswegen gehen wir kurz noch wieder nach vorne. Der Flügel von Marvin aufgeht. Und jetzt an Nico rankommen. Aber es wird noch nicht reichen. Aber es gieße jetzt hier vielleicht an Black Panther. Nein, das wird auch nicht reichen. Julian an Fawns wird auch nicht reichen. Uiuiui. Aber wir haben hier wieder Marvin und Pave an Nico dran. Ah, noch kann Nico das richtig gut verteidigen da vorne. Und vier an Epito, da die fighten da wieder. Der Williams und die beiden Red Bull. Und der Pitu bleibt vorne. Und was ist mit Birdie und Fix? Ja, die bleiben auch so, wie sie sind. Jetzt hier der neue Angriff von Fix. Oder auch nicht. Bleibt dabei. So, mittlerweile 2 Sekunden der Vorsprung hier von den dreien auf Schwarz-Gelb, der jetzt wieder ein bisschen abknabbern konnte. Also schwankt gerade noch so ein bisschen. Aber Fix hinten wieder dran an der Pitu, der da gerade ein bisschen kleinen Fehler gemacht hat, aber bleibt noch vorne. Ich denke aber, jetzt wird das auf der Geraden wieder soweit sein. Mal schauen. Und RQ vorbei an Schwarz-Gelb. Nein, sie fighten gerade. Aber jetzt ist er vorbei. Jetzt ist RQ vorbei an Schwarz-Gelb. Jetzt auf P4. Hat sich da vorbeigearbeitet an den beiden Mercedes-Fahrern. Und hinten haben wir es mitgekriegt. Fix vorbei an der Pitu. Aber hier haben wir den Kampf Schwarz-Gelb gegen RQ. Aber RQ bleibt vorne. Clever verteidigt hier. Und Julian ist vorbei an Fawns. Nein, oh, da gab es wohl eine Berührung. Gab es eine Berührung? Fawns dreht sich. Fawns macht auch das einzige Richtige. Er bleibt erstmal stehen. Denn, viele Plätze jetzt hier verloren von Fawns Flügelschaden. Das heißt, er wird jetzt an die Box fahren müssen. Bitter für Fawns, war eigentlich gut unterwegs. Gab es eine Berührung? Ich habe es leider nicht genau sehen können. Er war auf jeden Fall auf der Innenseite, also nicht da, wo der Curb ist. Also den Curb schließe ich jetzt einfach mal aus. Ich will jetzt dem Julian da auch nichts unterstellen. Aber es könnte sein, dass es da dann eine Berührung gab. Bitter für Fawns wieder in diesem Moment. Und Pave greift Nico an. Pave greift da Nico an, schafft es aber nicht vorbei. Aber jetzt ist der Marvin natürlich auch richtig nah dran. Und die beiden können jetzt den gleichen Flügel aufmachen. Jetzt muss Nico aufpassen, dass er nicht 2 Plätze verliert. Pave greift wieder Nico an. Wieder über die Außenbahn. Jetzt ist Pave vorbei. Pave, neuer Spitzenreiter. Wir haben das live gerade schön gesehen aus der Perspektive von Marvin. Pave jetzt auf P1. Nico auf der 2. Marvin auf der 3. Und Black Panther ist an Skizzy vorbei. Oder Skizzy hat Black Panther angegriffen?
Ich glaube, so rum war's. Force macht das Eis, geht auf die Haken wieder raus. Bin ich gespannt, was jetzt hier gleich kommt. Wir haben das Tempo auch ein bisschen angezogen, 2,5 Sekunden auf RQ. Trotz, dass die hier auch fighten, also ist ja nicht so, dass sie es nicht tun. Nur es ist halt schwierig auch für Marvin, der eigentlich mehr oder weniger nur dranbleiben kann im Moment, denn wie gesagt, die beiden da mit auf. Der vorne immer mit offenen Flügel, das ist. Ja, er ist dann halt nicht nah genug dran, um das so auszunutzen, um hier vielleicht auch beide dann zu überholen. Und wir haben hier immer noch eine schöne Vierergruppe. Aber dann sind die Abstände schon ein wenig größer. Dann haben wir Birdie, der da Pito im Nacken hängt. Und Julian hat sich langsam auch dieser Vierergruppe hier angeschlossen, ist jetzt eine Fünfergruppe geworden. Wobei es vielleicht wieder zur Vierergruppe wird, wenn Schwarz-Gelb da den Anschluss an RMQ verliert. Und das hat den Anschein. Jetzt wieder Nico gegen Pave. Ja, das reicht glaube ich noch nicht, oder? Oder? Nee, das reicht noch nicht. Jetzt sind hier doch ein paar Lücken gerissen. Da waren wohl auch ein paar kleine Fehler bei von dem einen oder anderen Fahrer. Aber so langsam dürften die Softs auch ja, Richtung Ende gehen. Also lange dürfen sie nicht mehr halten. Und aber Birdie jetzt hier, ui, da gab es wohl gerade eine kleine Attacke gegen Epito. Da hat er mal kurz angeklopft, moin moin. Ich bin's, ich will vorbei. Epito sagt, nope. Sollte auch langsam in den Vorteil kommen seiner Mediums, denn wie gesagt, die Softs dürften so langsam abbauen. Und jetzt Nico wieder vorbei an Pave. Aber für Marvin reicht sie halt nicht. Der jetzt vielleicht. Ja, da ist er wieder schlechter rausgekommen als die anderen beiden da in dem Moment. Aber Nico wieder jetzt auf 1. Und wir schauen mal. Kommt er? Nein, er kommt nicht. Und auch von Marvin kommt da nichts. Zu riskant das Ganze. Aber hier Black Panther gegen Skeezy. Skeezy vorbei an Black Panther. Und Black Panther jetzt wieder auf der Innenbahn. Wieder vorbei an Skeezy. Beide sehr weit rausgekommen. Kann Skeezy jetzt hier nochmal in der Kurve angreifen? Setzt an? Nein, er setzt nicht an. Er lässt es. Die cleverere Entscheidung, glaube ich. So, Birdie jetzt an der Box. Skeezy mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Oh, wenn die am Ende nicht nochmal wieder entscheidend sind hier. Birdie jetzt mit neuen frischen Mediums hier. Was macht das Top-Trio hier? 2,5 Sekunden Vorsprung auf RMQ. Kommt der Attacke von Pave hier wieder gegen Nico? Na, ist er noch zu weit weg? So, Schwarz-Gelb an der Box. 12 Runden Soft. Geht jetzt auf die Harten und kann durchfahren. Das Ding ist, wie ich gerade gesehen habe, also bei Marvin, das ERS ist voll. Ja, das heißt jetzt natürlich, fährt er jetzt sparsam, will er seine Reifen schonen, um länger draußen zu bleiben als die anderen, um dann nochmal Vollgas zu geben, wäre natürlich eine Option. Schwarz-Gelb hier auf den Harten, wie gesagt, kann auch durchfahren. Genauso wie Fons könnte halt auch durchfahren. Das ist die Frage, was macht Marvin hier für eine Taktik? Wie gesagt, sein
Er ist gut gefüllt, aber von den anderen auch. Also, die scheinen hier nicht so viel zu verbraten. Wenn wir mal auf RNQ gehen, sieht schon anders aus. So, jetzt ist Marvin aber auch mal gut dicht dran. Es wird aber leicht reichen. Für Pave wird es vielleicht reichen. Der greift jetzt hier nochmal an. Auf der Innenbahn. Vorbei an Nico. Aber Nico kann kontern. Ist jetzt aber auf der Außenbahn. Nein, es wird nichts. Also Pave bleibt hier jetzt vor Nico wieder. Hat sich damit P1 geschnappt und RNQ Black Panther an der Box. Kommt der Konter von Nico. Nico über die Außenbahn. Oh, da gab es eine Berührung. Da gab es eine Berührung zwischen Nico und Pave. Oh, da gab es eine Berührung. Und ein Dreher von Skizzy. Was ist hier gerade los? 14. Runde. Eieiei. Pave und Nico berühren sich. Nutznießer Marvin. 3,4 Sekunden davor. Pave fällt jetzt natürlich ein bisschen zurück. Der hat auch einen Flügelschaden. Hat der Nico auch einen? Auch der Nico hat einen Flügelschaden. Oh, 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 oh. Marvin, der Nutznießer hier. Und wir gehen nach hinten zu Black Panther, Epitu und Schwarz-Gelb. Oh, 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 oh. Nico und Pave, die beiden Streithähne. Ich glaube, es gibt nicht ein Rennen, wo die beiden sich nicht berühren. Also das ist echt sagenhaft. Und wie in diesem Fall jetzt, endet das nicht immer so gut. Nico jetzt an der Box. Pave wird auch an die Box fahren. Ja, Flügelschaden. Leon jetzt auf der 2. Oh, 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 oh. Also sie könnten natürlich jetzt alle auf die harten Wechselungen durchfahren. Definitiv. Aber Marvin hat jetzt auf jeden Fall einen Vorteil. Er hat jetzt freie Fahrt. Er kann jetzt hochschalten. So, Black Panther fährt jetzt wieder in die Box. Und das ist, glaube ich, sein zweiter Stopp. Ja. Da weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist. Der nimmt jetzt auf jeden Fall wieder die Mediums. Da gibt es einen neuen Flügel, deswegen. Und wir schauen mal kurz, während ich mal wieder auf die Strecke gehe jetzt hier, Entschuldigung. Julian hier gegen Epitu. Schau mal kurz, also Epitu war noch nicht an der Box, Fix war noch nicht an der Box und die ersten vier waren noch nicht an der Box. Wenn ich jetzt mal kurz auf den Abstand gucke, also für Marvin, der wird da irgendwie auf 3-4 rauskommen. Vielleicht 5. Nico und Pave haben da richtig verloren. Eieiei, also das wird mal wieder Gesprächsthema, denke ich mal, in der Gruppe sein. So wollen wir das haben. Und Julian jetzt dran an Epitu. Wir gehen wieder auf die Reifen, denn Julian hat da die frischeren Reifen. Epitu auf alten Mediums unterwegs. Wird sich hier wohl nicht wehren können. So sieht's aus. Da fährt der Julian vorbei. Oder auch nicht. Epitu wehrt sich. Und Epitu dreht sich. Und ui, das noch. Und der Vettel auch. Uiuiui. Ui, ui. Und oh, da kommt jetzt der Skizzy da gerade an. Und muss voll abbremsen. Pave jetzt mal hier der Nutzen. Eieiei, was ist denn hier schon wieder los, Jungs? Skizzy hat vorbei jetzt an Epitu. Ich weiß gar nicht, hat der einen Flügelschaden? Der ist ja auf jeden Fall mit ziemlich alten Reifen unterwegs. Ne, der hat einen Flügelschaden. Eieiei, also das hat jetzt immer wieder einiges durcheinander gewirbelt. Das, oje, also RQ und Schwarz-Gelb jetzt hier auf jeden Fall mit den größten Chancen, hier irgendwas zu reißen, was das Podium betrifft. RQ und Schwarz-Gelb. Nico dran an Julian. Und Motte jetzt an der Box. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo auf 11, 12 rauskommen. Und Nico greift hier Julian an und ist vorbei. Fix fährt da noch eine Runde mit 16 Runden alten Softs. Uiuiui, also das ist ganz schön lange. Vettel bleibt da wohl auch noch draußen. Ich weiß nicht. So, Nico jetzt mit einer Zeitstrafe. Da kommt Motte. Da ist Skizzy, Skizzy vorbei, da kommt Epitu, Epitu vorbei, ich weiß es nicht. Und Force wurde da gerade vom Black Panther überholt. Ja, Force heute
ja, derjenige, der als erstes richtig Pech hatte. Tobi schreibt auch, glaube Marvin hat das safe, und Bella schreibt, wenn sich zwei streiten, freut sich Marvin. So sah es auf jeden Fall aus, also definitiv. Das wurde Marvin gerade mehr oder weniger auf einem Silbertablett serviert. Marvin muss es jetzt halt nur noch vollenden. Und die Hälfte der Renndistanz hat er schon. Und wenn ein Viech schon 16 Runden draußen bleibt mit den Mediums, wird Marvin wohl auf die Softs gehen. Und hat dann den Vorteil auf seiner Seite. Und Viech ist jetzt auch an der Box. Nico wieder auf P5 vorgefahren. Pay wird er jetzt auch auf P7 vorrücken. Aber boah, also ich glaube nicht, dass da Marvin da hinter denen rauskommt. Und wenn doch, hat er die besseren Reifen wahrscheinlich. Mit den Softs. Wir schauen mal. Ey, P2, Neon, Marvin, die beiden drei, die waren noch nie in der Box. Der Rest war schon mindestens einmal da. Und Modder jetzt gegen Skizzy hier. Modder eigentlich mit den besseren Reifen auf P9 gerade unterwegs. Und jetzt ist Marvin in der Box. Fährt Neon auch rein. 17 Runden mit den Mediums. Bin gespannt, wo er wechselt. Nein, Neon fährt noch weiter. Bin gespannt, auf welche Reifen er wechselt. Auf die harten? Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass er das macht. Aber gut. Der Marvin darf jetzt gleich wieder Gas geben. Und zwar jetzt. RQ und Schwarz-Gelb kommen jetzt erst. Das heißt, Marvin wird wohl davor bleiben, ja. Marvin bleibt vor RQ und Schwarz-Gelb. Jetzt natürlich die frischesten Reifen. Marvin auf der 2 wieder rausgekommen. Neon muss noch an die Box. Modde dran an Skizzy. Und Modde jetzt mit der 3 Sekunden Zeit schaffen. Eieiei, Jungens. Und Modde vorbei an Skizzy. Ich hab gerade in den Check geguckt. Nein, Skizzy wehrt sich richtig gut da. Und ui, das war jetzt, ja, habe ich nicht ganz so gesehen. Weiß ich jetzt gerade nicht, was da genau passiert ist. Auf jeden Fall war Modde ziemlich weit von der Strecke weg. Ich weiß nicht, ob er da keinen Platz mehr hatte und ausgewichen ist. Ist wohl eher der Fall gewesen. Und auch Neon jetzt an der Box. Der wird aber ein bisschen weiter zurückfallen. Die Frage ist, ob er vor Nico rauskommt. Nico, der jetzt hier nämlich auf der Startziel ist. Da durfte der Neon wieder Gas geben. Ah, das wird nichts, glaube ich. Ich glaube nicht, dass Neon vor Nico bleibt. Der geht jetzt nämlich hier gerade in die ersten Kurven. Aber Neon ist auf den Softs unterwegs. Neon, 16 Runden Softs, er riskiert. Mutig auf jeden Fall. Was soll er auch anders machen? Ist ziemlich weit hinten gestartet. Wurde jetzt natürlich auch ein bisschen nach vorne gespielt. Bleibt hier aber vor seinem Teamkollegen und vor Julian. Und Schwarz-Gelb dran an RQ. Nico nur noch 3,5 Sekunden dahinter. Also das könnte auch noch interessant werden. Nico könnte sich wieder zurück auf die aufs Podium fahren. Motte hier gegen Skizzy. Kampf um Platz 8 hier. Mediums gegen Harte. Normalerweise sollte der Motte im Vorteil sein. Aber anscheinend kommt er gerade einfach nicht an Skizzy vorbei. Da vorne haben wir noch Kampf um Platz 2. RQ gegen Schwarz-Gelb. Und Nico kommt auch immer näher. Das wird interessant. Frage ist, ob Neon schneller näher kommt als Nico an die da vorne. Dann wird es für Nico nämlich brenzlig. Wenn Neon da auf einmal kommt, muss er sich nämlich erstmal nach hinten verteidigen wahrscheinlich. So, Schwarz-Gelb gegen RQ. Das reicht noch nicht. Dürfte auch jetzt zu weit weg sein für eine Attacke hier von Schwarz-Gelb. Auch Motte da noch recht weit weg, aber Skizzy jetzt auch mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Also es kann am Ende noch mal ein bisschen was machen hier. Was durcheinander würfeln. Aber Nico kommt näher an Schwarz-Gelb, schneller an Schwarz-Gelb ran als Neon an Nico. Trotz der schnelleren Reifen. Aber das liegt auch daran, dass die beiden hier vorne fighten. Da war Nico schon zu sehen.
Nico nur noch 2 Sekunden. Neon auch nur noch 2 Sekunden. Also, das wird nochmal interessant. Nico, Neon. Die beiden, die sich hier auch noch einmischen werden im Kampf ums Podium. Und Neon jetzt hier mit der neuen schnellsten Runde. 1:10.681. Das gibt noch einen extra Punkt. Motte jetzt hier gegen Skizzy über die Außenbahn. Versucht das. Lasst euch genug Platz, Jungs. Uiuiui. Jetzt Motte auf der Innenbahn. Skizzy da mit dem cleveren Schachzug. Aber reicht nicht. Reicht nicht. Skizzy hat jetzt sogar noch den Flügel. Aber Motte versucht es wieder über die Außenbahn. Ui, da kommt der Skizzy ein bisschen leider. Ging gerade noch gut. Und da hat er ein bisschen zurückgezogen. Black Panther jetzt auch mit einer Zeitstrafe. Uiuiui. Der muss sich hinten gerade gegen Birdie verteidigen. Birdie dran an Black Panther. Und Nico auch gleich im Zeitfenster von Schwarz-Gelb. Seit Schwarz-Gelb muss jetzt auch noch hinten aufpassen. Denn Nico ist da und Neon ist auch gleich da. Ja, Pave hat der Zusammenprall da mit Nico Hertha getroffen. Der ist weiter zurückgefallen, hat mehr Zeit verloren hier. Ja, jetzt ist ungefähr stabil hier gerade der Abstand. Der bleibt jetzt ungefähr gleich. Ist gut für die beiden hier, RMQ und Schwarz-Gelb. Und der Pitu 22 Runden auf Mediums. Respekt. Junge, Respekt. Und kann nach vorne und hinten die Zeiten halten. Also, wenn der da gleich wahrscheinlich nochmal auf den Softs rauskommt, kann er nochmal ein paar Plätze gut machen vielleicht. Schauen wir mal, wenn die Reifen der anderen abgenutzt sind. So, Nico jetzt mittlerweile im DRS-Fenster hier. Motte ist rausgerutscht, also bleiben wir hier drauf. Nico drin, 6,5 Sekunden hat Marvin Vorsprung. Neon kommt auch gleich. Aber wir schauen hier erstmal onboard bei Nico rein. Ob da irgendwas kommt. Kann er sich auf jeden Fall mit Schwarz-Gelb erstmal ransaugen da an RMQ. Aber Attacke von Schwarz-Gelb hier, nee. Aber kurz angeklopft. Jetzt die zweite Möglichkeit für Schwarz-Gelb, an RMQ vorbeizukommen. Kampf um Platz 2 hier mit. Und da kommt von Schwarz-Gelb die Attacke. Und Schwarz-Gelb ist vorbei an RMQ auf P2. Jetzt muss RMQ aufpassen, da kommt nämlich jetzt noch Nico. Entschuldigung. Hey, Pitu jetzt in der Box. 23 Runden mit den Mediums. Respekt, Junge. So, Neon ist jetzt auch langsam dran. Dürfte jetzt auch im Sekundenfenster sein hier von Nico. Das heißt, wird jetzt ein schöner Vierkampf hier um P2. Denn ich denke, solange Marvin keinen Fehler da vorne macht, bleibt er da auch. Denn Neon hat den Nachteil. Er muss so schnell wie möglich an ihm vorbei. Sonst hat er den Reifenvorteil nicht mehr. Und Nico kommt jetzt hier schon vor der DRS-Zone an RQ vorbei. Der fährt nämlich an die Box. Gab es da einen Flügelschaden bei RQ? Was ist da los? Wieso fährt er an die Box? Wir schauen drauf. Summe Nico auf 3, Neon auf der 4. Julian jetzt auf der 5. Pave wird auch vorbeiziehen auf die 6. Nein, er wechselt einfach nur. Weil er auch nur 5 Sekunden Stop and Go hat. Okay, das erschließt sich mir jetzt nicht ganz. Also. Aber gut. Nico wieder auf Podiumskurs. Auch wenn es hier hätte eigentlich nicht werden können. RQ bis auf P9 zurückgefallen. Bin gespannt, ob da noch wieder was nach vorne geht. 6,5 Sekunden Rückstand auf Motte. Wird nicht einfach. So, Neon auf 4. Und Tobi schreibt Raucherhusten. Könnte sein. So, Neon will natürlich auch aufs Podium. Er will sich natürlich auch mal belohnen für seine
fahrerischen Leistung. Nico jetzt hier mit dem Angriff gegen Schwarz-Gelb über die Außenbahn. Wir sehen es hier live aus der Cockpit-Perspektive von Neon. Und Nico vorbei auf P2. Starkes Überholmanöver, aber jetzt kann Schwarz-Gelb kontern. Kommt jetzt über die Innenbahn. Und kontert wieder, ist jetzt auf P2. Nico wieder auf 3, aber jetzt kann Nico wieder über die... Da hat Nico schön aufgepasst, ansonsten hätte es, glaube ich, geknallt. Zum zweiten für Nico. Schwarz-Gelb wieder auf 2, Nico auf 3, Neon auf der 4. So, Birdie jetzt auch nochmal in der Box. Pave dran an Julian. Fast innerhalb des DRS-Fensters hier. Und 8 Sekunden hat mittlerweile Marvin Vorsprung, bei noch 10 Runden zu gehen. 11, 11 und 10, 10, 11, ja, ebenso. Und Twitch Jansen am Start, machen wir ein Grüßchen raus, habe ich noch gar nicht bemerkt. Und da gab es die Attacke wieder von Nico. Nico vorbei, hat Schwarz-Gelb. Der jetzt aber natürlich wieder kontern kann. Der Pilo jetzt mit der Zeitstrafe. So, Schwarz-Gelb kann jetzt wieder kontern. Und ich denke, das wird er auch tun. Zumindest versuchen. Ja, es reicht nicht. Es reicht nicht. Nico bleibt auf der 2. Jetzt muss Schwarz-Gelb aufpassen. Jetzt kommt Neon nämlich noch von hinten. Und Pave dran an Julian. Pave dran an Julian für P5. Ich denke, mehr wird vielleicht heute nicht drin sein für Pave. Schade für ihn, also persönlich natürlich auch, denn wie gesagt, es wäre wohl mehr drin gewesen, aber jetzt, nachdem was passiert ist, wird P5 wohl das Maximum sein. Und RQ mit dem Dreher! RQ mit dem Dreher fällt da jetzt raus aus den Punkten. Wir reifen jetzt natürlich auch ein bisschen im Arsch. Wir machen die 3 hier. Schwarz-Gelb jetzt zu weit weg für eine Attacke an auf Nico. Aber Pave kommt da. Pave kommt gegen Julian. Pave über die Außenbahn. Ah, reicht nicht ganz. Muss er eine bessere Linie erwischen, dass er da richtig schön dicht dran bleibt an Julian. Und das tut er. Der hängt dem Julian sowas von dem Getriebe. Holt jetzt aus hier mit dem DRS. Kann er hier auf der Innenbahn vorbeiziehen an Julian. Ah, Julian steckt auch kein Stück zurück da. Eieiei. Harter, harter Kampf und RQ ist raus. Wollte er da in die Box fahren und hat sich da zerschossen. Irgendwie muss auch jetzt nicht sein. Nein, er steht da mitten auf der Strecke. Oh. Kein Safety Car. Okay. Gut für Marvin an dieser Stelle, würde ich sagen. Kein Safety Car. So, Nico, Schwarz-Gelb, Neon. Was machen die Jungs hier? Warum habt ihr noch? Uns hier richtig geile Bilder zu liefern. Neon hat da gerade mal ein bisschen am Arsch von Schwarz-Gelb geschnubbert, würde ich sagen. Halt das Schwitzkino, also. Respekt, dass das gerade gut ausgegangen ist. Aber Neon kommt hier gerade nicht vorbei. Und Julian greift Pave an. Oh, da gab es eine Berührung, definitiv. Das dann an der Berührung raus hier. Aber Julian steckt da auch nicht ein Stück zurück. Also irgendwie... Zumindest im Zweikampf nicht so. Also da, ne, Zweikämpfe, alles schön und gut. So, aber irgendwann sollte man auch wissen, wann man geschlagen ist. Klar kann er jetzt auch wieder neu angreifen, so ist nicht, aber wenn jemand da kommt, schneller ist und sollte man vielleicht dann auch mal kurz sagen, okay, jetzt klappt es halt noch nicht. So, Neon hat jetzt natürlich langsam das Problem der Reifen. 10 Runden hat er jetzt gleich drauf. Auf den Softs. Aber Nico kann sich hier vor Schwarz-Gelb und Neon halten, also...
Bisher gab es ja auch nur richtig schöne Duelle zwischen Schwarz-Gelb und Nico. Neon konnte da bisher noch nicht viel zu beitragen. Konnte das Ganze nur beobachten bisher. Obwohl er hier ein sauberes Rennen fährt, das will ich ihm gar nicht abschreiben. Aber es reicht halt gerade nicht für das Podium. Also es könnte sein, dass er durch die Zeitstrafe von Schwarz-Gelb da noch raufrutscht. Aber zurzeit auf der Strecke reicht es gerade irgendwie nicht ganz. Also da fehlt noch ein bisschen. Black Panther hier an Fiegs dran. Ja, das reicht aber noch nicht. Das reicht noch nicht. Deswegen gehen wir nach vorne wieder hier. Wo Schwarz-Gelb jetzt ja, ein bisschen Probleme hatte in der Runde, dem guten Nico zu folgen. Anscheinend. Damit sie aber wieder mit dem Flügel rankommen. Das ist immer sein Vorteil. Solange er im DS-Fenster bleibt, kann er immer wieder rankommen, Nico. Jetzt hier die zweite DS-Zone, aber wie gehen wir kurz hier hinten rauf? Ne, da kommt gerade nichts. Also gehen wir hier schnell wieder vorne. Da wird auch nichts kommen. Ne, das reicht noch nicht. Also gehen wir wieder hier hinten auf. Black Panther gegen Fix. Reicht noch nicht für Black Panther. Jetzt mit einer besseren Linie vielleicht. Für die zweite DS-Zone. Ja, ein bisschen leckig hier das Ganze. Flügel geht auf. Ransaugen tut er sich. Fiegs macht die Innenbahn dicht. Black Panther über die Außenbahn. Und oh, da gab es glaube ich eine Berührung. Da gab es glaube ich eine Berührung zwischen Fiegs und Black Panther. Uiuiui. Dadurch hat sich Fiegs gedreht. Ich glaube, da gab's die Berührung. Ich glaube, das hat so geklungen. War so ein dumpfes Geräusch, aber bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es sah zumindest so nach aus. Und somit kommt Forster von hinten noch ran. Könnte sie vielleicht auch noch einen Punkt schnappen. Und da dreht sich der Fiegs nochmal. Ja, jetzt hast du heiße Reifen, Junge. Jetzt musst du halt gucken, dass du sie ein bisschen wieder abkühlst. Kannst halt nicht volle Pulle fahren jetzt. Schade für Fiegs an dieser Stelle, muss man sagen. Der ein gutes Debütrennen hatte bisher. Dann ja. Vielleicht eigener Fehler, ich weiß nicht genau. Und Birdie wird jetzt hier gleich überrundet von den Dreien. Da bin ich gespannt, wie das ausgeht. Da gehe ich natürlich jetzt mal in die Neon-Mod von Neon. Wie wird Birdie sich da verhalten? Ich meine, das ist hier ein Dreikampf. Nico könnte sich jetzt noch einmal noch schnell DS abschnatzen. Wäre für die anderen beiden jetzt hier natürlich nicht ganz so geil. Und ja, die Duelle sind jetzt bis auf die drei hier ausgegangen. So, ja. Und da macht der Birdie jetzt Platz. Alles richtig gemacht von ihm. Clever und richtig von ihm. Sicher auch nicht einzumischen. Ja, Neon jetzt langsam Probleme mit den Reifen. Vier Runden noch für Marvin. Dann hat er es geschafft. 80 Sekunden Vorsprung hat er noch. Ich denke, der verwaltet gerade mehr. Man wird schon sehen, dass die anderen da näher kommen, aber warum soll er Risiko eingehen? Schnellste Rennrunde hat zurzeit Neon mit 1:10.681. Und ja, wie gesagt, es bleibt jetzt die nächsten vier Runden noch spannend hier zwischen den dreien. Also ich denke auch, dass die Strafen dann noch ein bisschen was entscheiden werden. Vielleicht rutscht Neon dadurch sogar wirklich auch noch aufs Podium. Weil ich bin mir relativ sicher, dass Schwarz-Gelb einer hat. Und nicht ganz so sicher, ob Neon einer hat. Aber ich glaube eher nicht. Und ich weiß nicht, was bei Nico ist. Wenn Nico auch noch eine Zeitstrafe hat. Uiuiui. Da rutscht er hier wahrscheinlich sogar noch hinter den Neon. Wenn der dran bleibt. Jetzt die nächsten drei Runden. Und Schwarz-Gelb mit 30 Sekunden Zeitstrafe. Ja, jetzt auf jeden Fall, denke ich. Aber da hat Neon auch einen groben Fehler gerade gemacht. Also die Reifen lassen wohl nach jetzt. Ich habe wohl langsam Probleme damit.
Und Skizzy mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Also das wird am Ende noch mal ein bisschen was durcheinander wirbeln hier. Der Neon. Wieder sehr dicht dran an Schwarz-Gelb gewesen. Nico kommt da jetzt ganz kleines bisschen weg von Schwarz-Gelb. Marvin mit einer 1:10.5.1.9 hat er nochmal hochgeschaltet, hat ja auch gerade mal über eine halbe Sekunde rausgefahren. Eieiei. Da hat er sich die schnellste Rennrunde geschnappt. Mit den harten Reifen. Wie schlecht, Junge, wie schlecht. So, Schwarz-Gelb muss jetzt aufpassen. Jetzt kommt langsam Neon nämlich ran. Wir haben noch zwei Runden hier. Vielleicht packt der Neon das sogar noch auf der Strecke. Bleib mal drauf. Nico kann sich da ein bisschen absetzen jetzt. Dadurch, dass jetzt auch Neon jetzt weiter reingekommen ist, muss natürlich Schwarz-Gelb jetzt auch ein bisschen verteidigen. Und jetzt ist er raus aus dem DS-Bereich. Gut für Nico an dieser Stelle. Schlecht für Schwarz-Gelb. Denn der wird eventuell gleich von Neon gepackt. Skizzy wieder mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Der wird noch einige Plätze verlieren. So, und jetzt wird gleich die Attacke hier kommen, denke ich mal, von Neon. Letzte Runde übrigens für Marvin. Und jetzt über die Außenbahn von Neon. Wird noch nicht reichen. Uiuiui, da konnte er viel früher Gas geben als Schwarz-Gelb. Musste nochmal wieder abbremsen. Eieiei, das wird jetzt nichts. Das wird jetzt nichts. Nico kann sich da jetzt absetzen. Wir gehen einmal kurz auf Marvin, denke ich mal. Ich denke, wir haben die Zeit. Oder auch nicht. Ja, da könnte der Neon. Er kann aber nicht. Die Strecke ist zu schmal. Wir gehen kurz auf Marvin, der die letzten Meter macht. Und ja, souveränes, sauberes Rennen gefahren ist. Hat sich nirgendwo drin verwickeln lassen. Hat profitiert natürlich von diesem Zwischenfall zwischen Nico und Pave, die sich da berührt haben. Beide von der Strecke ab sind. Pave natürlich den größeren Schaden davon getragen. Nico konnte hier, glaube ich, noch mehr oder weniger Schadensbegrenzung betreiben. Marvin, Glückwunsch an dich zum Sieg hier in Brasilien. Und hier gibt es nochmal zum Schluss den Fight hier. Neon, Schwarz-Gelb. Nico kommt der Zweite über die Neon. Neon wird sogar Zweiter. Die Zeitstrafen entscheiden es. Neon auf 2, Glückwunsch. Nico auf der 3 konnte auch noch Schadensbegrenzung betreiben. Auch aufgrund seiner Zeitstrafen. Schwarz-Gelb dann leider nur auf der 4. Pech für ihn. Rutscht da runter vom Podium. Seine Zeitstrafen waren zu viel. Pave auf der 5. Julian auf der 6, Skizzy 7, aber da kommt jetzt gleich noch Motte. Ich bin gespannt, ob das Skizzy noch hinterrutscht. Ja, Motte auf der 7. Glückwunsch auch an Motte. Bestes Ergebnis, glaube ich, bisher. Skizzy auf der 8, da rutscht noch einer hinten. Black Panther auf der 8. Skizzy somit auf der 9, aber ich denke, vor dem Force wird er noch bleiben. Und Force kommt als 10. über die Linie. Nächster ist El Pito auf Platz 11. Leider heute nichts mitgenommen. Auch zu viele Zeitstrafen, wie ich gerade sehe. Uiuiui. 4 auf der 12, Vettel auf der 13, Birdie auf der 14 und RQ der einzige, der heute ausgeschieden ist. Leider Gottes für ihn. Was für ein Rennen mal wieder, alter Schwede, ey. Meine Stimme ist auch schon wieder voll im Arsch. Die Zeitstrafen, Jungs, Mädels. Ich sag's euch immer wieder, die Zeitstrafen entscheiden hier so viel. Neon von der 4 auf die 2 hochgerutscht. Ich denke, für Neon... Kleiner Befreiungsschlag heute? War auf jeden Fall ein souveränes Rennen von ihm, trotz des relativ schwachen Qualifyings. Puh. Ich weiß auch gar nicht, ob der Nico jetzt sogar bereit ist für ein Interview. Sorry, dass ich da gerade so ein bisschen gekichert habe, aber boah. Puh.
Ich frag mal kurz, ob er überhaupt bereit ist für ein Interview. Wie gesagt, ey, danach weiß ich nicht, ob man unbedingt ein Interview führen möchte. Oh. Frag mal kurz, wie gesagt, das ist... Okay. Warum nicht? Hätte er sein können, weiß ich nicht. Nico, wie gesagt, das ist... Boah. ich glaube, da wird vielleicht noch das ein oder andere kommen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ah. Moin Moin. Hallo. Moin. Einmal dein Audio. Hoffentlich hast du die mit einbezogen. Also. Ist an, sauber. Gut. Ja. Trotzdem Glückwunsch zu P3. Auch wenn es, glaube ich, hätte mehr sein können heute. Ja. Qualifying war ja überragend. Eine 1-7, ey. Hätte ich nicht unbedingt gedacht. Ich habe zweimal eine Runde nicht drauf gehabt. Einmal in Q2 und Q3, es tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du dann doch vor denen noch über die Linie kommst. Das habe ich da leider nicht drauf. Ja, ärgert mich natürlich, ne? Ich hätte gerne gesehen, die Runden. War bestimmt gut. Deswegen. Ja, aber zum Qualifying, bist du eigentlich zufrieden mit der Zeit oder sagst du, eher nicht so? Weil ich denke aber schon, mit 1,79 kann man recht zufrieden sein, oder? Ja, war gut, ne? War, glaube ich, beste Runde, die ich jemals bis dahin gefahren bin, also war top. Kann ich mich nicht beschweren, das ganze Qualifying. War, glaube ich, jede Runde war richtig gut. Auch ein gut 2D mit Mediums. Ja, die war auch echt stark. Der Start war auch dann recht stark von dir. Bist gut weggekommen, brauchtest dich nicht unbedingt verteidigen, weil hinter dir die beiden nicht so gut weggekommen sind. Konntest dann, eine Zeit lang führen. Dann kamen irgendwann die Attacken von Pave. Und dann gab es in Runde 10, glaube ich, oder so war das, oder 12, 13, ich weiß jetzt nicht genau. Nee. Doch. Noch 14. 14, ja doch. Gab es denn die Berührung mit Pave? Was war da genau los? Ich konnte es nicht genau sehen, wer da wen jetzt irgendwie berührt hat oder wer wen ja quasi den Weg. Also, erstmal muss ich sagen, also die ersten 7 Runden waren, glaube ich, die schlimmsten Runden, die ich jemals gefahren bin. Also, war ja purer Hass da, also das war ja nicht mehr normal, also da kannst du wirklich gar nichts machen als Erste, sich da groß zu verteidigen. Also ich glaube nach 8 Runden, glaube nur 10% DRS oder 15, dann okay. Ja, habe ich, glaube in der 8. oder 9. Runde, wobei lass uns nicht, aber habe ihn ziehen lassen, nicht groß verteidigen, danach wollte ich erstmal DRS aufladen, hinter ihm bleiben, Marvin nicht vorbeilassen. Ich glaube, Pave und ich waren, glaube heute auch einen Ticken schneller als wie er, finde ich jetzt, bloß sogar weg die ersten 10, 15 Runden so, und dann, ja, war mein Fehler, würde ich sagen. Ganz komisch angelenkt, weiß nicht, was da los war. Und keinen Zucker nach links gehabt und dann, ja, Pave mitgenommen. Also war meine Schuld, hatte er keine Chance mehr. Ob Marvin jetzt aber wirklich langsamer gewesen ist in dem Moment, weiß ich nicht. Ich hatte zwischendurch mal raufgeguckt, also er hatte noch gut ERS. Glaube ich, konnte recht gut sparen. Er muss ja nichts verstanden. Wollte ich gerade sagen, also ob er jetzt wirklich langsamer jetzt in dem Moment, ob ihr dann schneller wart, das weiß man immer nicht so genau. Wäre natürlich interessanter gewesen, wenn ihr eure Strategien hättet auffahren können. Ich glaube, dann hätten wir das rausgefunden, ob es wirklich so gewesen wäre. Ja, wie gesagt, da gab es leider diesen Zwischenfall, aber dann hast du dich ja dann doch wieder zurückkämpfen können auch. Bist relativ glimpflich davongekommen, sag ich mal. Konntest schnell auf die Strecke zurück. Bist dann auf die Harten gegangen und hattest dann ja noch schöne Fights gegen Schwarz-Gelb, der da um P2, wo dann am Ende der Neon der Nussnießer war. Wie hast du das in den letzten Runden dann nochmal erlebt? War bestimmt auch nicht gerade angenehm, da die ganze Zeit nach hinten und vorne zu verteidigen, bis du dann die letzten Runden wegfahren konntest. Ich muss sagen, also nach dem Unfall hat eigentlich richtig Bock gemacht, das Ganze noch so von hinten ein bisschen zu pushen, mit anderen zu fighten. Vor allem mit Schwarz-Gelb daneben hat noch richtig Bock gemacht am Ende. Strafen, die letzte war richtig ärgerlich. Ich glaube, dann wäre ich vielleicht noch Zweiter geworden. Aber gut,
Platz 3 muss man damit leben. Jetzt am Ende hast du einen Crash noch und ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Weißt du gerade aus dem Kopf, welches die nächste Strecke ist? Ich weiß jetzt gerade nicht. Monaco. Monaco. Oh Gott, oh Gott. Da ist ja Ja, eigentlich da ist ja wichtig, auf eigentlich P1 zu starten eins und zu dann starten ohne und Schaden dann ohne durchzukommen. Schaden Ist das auch dein durchzukommen. Ja. Ziel? Ich werde mir auf jeden Fall aus Qualifying konzentrieren, sagen wir es mal so. Ja, ich denke, das ist auch die richtige Devise. Also, wer vom P1 startet in Monaco, hat die größten Chancen zu gewinnen. Denn der kann natürlich auch das Feld kontrollieren. Komplett. Und entscheidet, ob jemand überholen kann oder nicht. Ich denke, ja. Also, das, was wir heute gesehen haben von dir, war ja schon richtig gut. Wie gesagt, das eine lassen wir mal weg. Ich denke, du hättest heute auch den Sieg verdient gehabt. Warst gut unterwegs. Aber ihr wart alle drei gar nicht so schlecht unterwegs. Ich denke, da wäre es noch bis zum Schluss zwischen euch drei wäre es auch richtig spannend geworden. Leider ist es jetzt nicht so spannend geworden in der Hinsicht. Aber in der Hinsicht, dass du dann da halt noch um P2 gekämpft hast, hat mir schöne Bilder wieder Schöne geliefert. Bilder wieder geliefert. Und Jo. ja, freue mich auf Monaco. Bin gespannt, ob du die Pole wiederholen kannst, um dann vielleicht zu gewinnen. Wäre nicht uninteressant für die Fahrerwertung. Ja, muss mal langsam was kommen. Sonst wird das ein bisschen Ja, eintönig. aber hast du auch ein bisschen Aber Pech, muss Hassan. man ja auch mal sagen. Also jetzt nicht unbedingt Ja, ey, du mal, auf jetzt sagen wir es heute mal so. gemünzt. Jetzt nicht auf heute gemünzt so, aber ich glaube, in den anderen Rennen hattest du auch mal ein bisschen Pech dabei. Ja, mal eine Das hat ja Runde nicht jeder. hingekriegt für Qualifying und so, ja. Ja, aber andere können es halt irgendwie besser kompensieren im Moment, glaube ich. Habe ich das Gefühl. Kann sein. Es sind ja noch 8 Rennen. Ist ja vielleicht noch besser möglich. Sind nur 8 Rennen, das stimmt. Ja, Ja, dann dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Nimm trotzdem die 15 Punkte mit und dann einfach in Monaco weitermachen. Wird schon, Ja, die denke auch. ich. Na, rein bis nächste Woche. Alles klar. Jo, ciao. Ciao. Ja, es war jetzt nicht so fröhlich von dem Nico. Ich denke, er weiß, dass er heute wahrscheinlich auch mehr hätte holen können. Dem war leider nicht so. Nee, nicht finde ich Personen suchen. Ich will den Neon einladen. Moin, moin. Abend. Na, Bent, einmal deine Audio mit einbeziehen. Haken ist drin. Ist drin, sauber. Dein Glückwunsch zu P2. Starkes Rennen Danke. von dir. Und so oft hatten wir das Vergnügen ja auch noch nicht in einem Interview hier. Muss man ja aber leider sagen. Ist richtig, ja. Jetzt haben wir das mal. Qualifying. Wie zufrieden bist du damit? Also ich glaube P9 war es am Ende. Oder P8, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. P8. P8 War war es. jetzt, glaube ich, nicht so doll. Also ich meine, war ziemlich eng da vorne, aber ich schätze, du hast ein bisschen mehr erwartet. Und vor allen Dingen dann auch nach Q1, Q2 vielleicht. Ja, ich denke, wenn ich die in der letzten Runde halt die erste Schikane nicht gecuttet hätte, hätte ich vielleicht noch ein, zwei Zehntel rausholen können. Aber sonst war es halt so, ne? Was sollen wir machen? Ja, denn das Rennen, der Start, alle sind recht gut weggekommen. Du hast, glaube ich, Plätze verloren, glaube ich, sogar am Start, wenn ich mich recht erinnere. Zwei Stücke. Ja, bist dann aber doch wieder recht gut rangekommen. Da gab es Fehler von einigen Fahrern, die haben dich dann auch wieder weiter nach vorne gespült. Dann noch der Unfall oder der Zwischenfall zwischen Nico und Pave, der hat dich auch noch weiter nach vorne gespült. Ab wann hast du so gedacht, so, oh, heute könnte hier vielleicht das Podium drin sein? Gar nicht, oder? Ab Runde 36 nach dem Rennen. Da habe ich sie. Gute Antwort. Ja, Ja, ich denke. ich hatte zwischendrin schon, also bevor es dann halt zu den Boxenstopps kam von dir und Marvin, da hatte ich halt schon eigentlich gedacht, dass Marvin auch auf die Medium Softs geht. Du bist, glaube ich, mit der Einzige gewesen, und Elpito ist ja auch gegangen, die diese Strategie gewählt haben. War das von vornherein so geplant oder hast du irgendwann dann,
wo du halt so weit nach vorne gespült wurdest, dann einfach da, okay, komm, jetzt versuche ich einfach Medium Soft. Nee, das war von vornherein so geplant, die Strategie. Ich glaube, am Anfang, in dem Bildschirm, wo man seine Strategie dann auswählen kann, hat das Spiel irgendwie, ich weiß nicht, ob es einfach einen Fail hatte. Auf jeden Fall hat es die Reifenabnutzung war deutlich höher, als sie eigentlich war. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Aber von vornherein hatte ich das so geplant, die Strategie so durchzuziehen. Ist natürlich dann am Ende auch mit ein bisschen Glück aufgegangen, würde ich sagen. Ja, ein bisschen Glück ist schön gesagt. Es war, glaube ich, ein bisschen mehr Glück. Da haben sich einige dann gedreht und ja, abgeschossen, sage ich mal. Hat dich dann nach vorne gespielt? Die letzten Runden waren ja dann auch nochmal intensiv für dich. Kampf gegen Schwarz-Gelb und Nico. Wie hast du das erlebt? Ich meine, du kamst jetzt auch nicht wirklich vorbei mit den ja, vermeintlich besseren Reifen eigentlich. Woran lag's? Hat da irgendwie die Pace gefehlt oder erzähl mal. Ja, ich denke, eine Mischung aus den beiden, weil ich glaube, Schwarz-Gelb hatte immer DRS von Nico halt, der kam halt vorne nicht weg. Dadurch hatte Schwarz-Gelb dann immer DRS. Und dann ist es natürlich schwer vorbeizukommen, auch wenn man die weicheren Reifen hat. Aber ich wusste auch nicht, dass die beiden Zeitstrafen hatten, weil irgendwie Jeff war nicht ansprechbar im Rennen, was natürlich auch super ist. Aber ja. Trotzdem P2, damit bin ich zufrieden. Ja, ist so ein bisschen Ferrari heute gerettet, würde ich sagen. Pace auf 5, auch noch gut platziert, würde ich sagen. Jetzt kommt aber als nächstes Monaco, wo es ja relativ wichtig ist, das Qualifying gut zu bestreiten. Wie siehst du das? Also, siehst du es ähnlich oder sagst du, du konzentrierst dich mehr aufs Rennen, wo man eigentlich sehr schwierig überholen kann? Ja, Qualifying ist im Monaco natürlich eigentlich essentiell, was das angeht, da hast du schon recht. Aber man muss natürlich auch dann erstmal im Rennen durchkommen und nicht in die Wand fahren oder irgendwelche Zwischenfälle haben oder was auch immer. Aber sonst ist das Qualifying Monaco natürlich eigentlich schon das Wichtigste. Ja. Also Qualifying und Konstanz sind dein Fokus dann wahrscheinlich fürs nächste Rennen, was du trainieren wirst, wie ich das jetzt so verstanden habe. Ja. Sehr gut, ich freue mich auf jeden Fall. Vielleicht war das so ein kleiner, ja, Brustlöser für dich, so dass wir in den nächsten Rennen vielleicht sogar auch jetzt mehr von dir sehen. Du warst ja immer schon drauf und dran, gab es dann aber immer so ein bisschen Pech für dich. Sag ich mal, in den ein oder anderen Rennen, wo du es hättest vielleicht auch schon schaffen können, aufs Podium zu fahren. Vielleicht war das jetzt ja, der Startschuss für dich. Ich hoffe es doch. Würde mich freuen, dich nochmal zum Interview zu hören. Ja, werden wir sehen dann, ne? Ja, werden sehen. Monaco, nächste Chance. Und ja, dann würde ich mich jetzt auch an dieser Stelle von dir verabschieden. Wünsche dir noch einen schönen Abend und genieße den zweiten Platz. Okay, ich höre ihn nicht mehr. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Okay, ich höre gar nichts mehr. Okay. Ja, Neon, sorry, ich habe nichts gemacht, du bist einfach irgendwie rausgeflogen. Kein Plan, was das jetzt war. Trotzdem, ne, genieß den zweiten Platz. Glückwunsch nochmal dazu. Und, wir holen uns den Marvin an Bord. Den Sieger heute, den lachenden Dritten, kann man so sagen. Obwohl der vielleicht auch nicht ganz so geil auf den Sieg ist, denn in der Hinsicht. Und da ist er auch schon. Und Leon hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Jetzt muss ich gerade einmal schnell gucken. Ich hoffe, dass der Marvin mich hört und dass er seine Audio mit einbezogen hat. Hallo? Ja, hallo, dein Audio mit Ja, einbezogen. ist einbezogen, alles ist drin. Sehr gut. Glückwunsch zum Sieg hier in Brasilien. Dankeschön. Mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Ich meine, dein Rennen war sauber, dein Rennen war nicht unbedingt spektakulär, außer das, was du gesehen hast, denke ich mal. Ja. Dein Qualifying, ich glaube, da hast du dir selber mehr versprochen. Aber es sah eigentlich danach aus, dass du die Pole holst. Was war da los? Also ich meine, Q3 mit den harten 1,95 zu fahren,
eine Sekunde langsamer da als Nico, habe ich schon eigentlich gedacht, da kommt ein 1,7 von dir. Was da los? Also ich war im letzten Versuch, den ich gemacht habe, auch im ersten Sektor 2 Zehntel nochmal, also nicht 2 Zehntel, aber ich war am Anfang des zweiten Sektors, hatte ich dann über 1 Zehntel auf dem Delta drauf. Und dann habe ich mich aber leider verbremst in der engen Kurve da, im Mittelsektor. Ja, und dann war das dann halt vorbei, ne? Ah. Da Ja, war der das dann. zweite Sektor ist entscheidet über gut Ja. oder schlecht, glaube ich. Da einmal verbremst, dann ist vorbei. Ich hatte mich schon gewundert, wie gesagt, du warst ja auf deinem zweiten Run und dann auf einmal fährst du wieder in die Box. Da musste ja irgendwas gewesen sein, was dir nicht so gepasst hat, wo du sagst, nein, da brauche ich nicht zu Ende fahren. Ja, nee, da habe ich Kann zu viel nicht Zeit mehr. verloren. Das hätte nichts gebracht. Ah, dein Start war dann auch semi-optimal, glaube ich. Du musstest da gleich an Pave deinen Platz Ja. abgeben. Ja, der war nicht so Und gut. ja, und dann eigentlich auch mehr oder weniger hinter den beiden hinterherfahren. Was war da dein Ziel? Also ich hatte zwischendurch mal geguckt, da dein RS war voll. Ich habe gedacht so, okay, dann wird er wahrscheinlich versuchen, jetzt erstmal hinterher zu fahren. Wenn die dann in die Box fahren, wird er richtig Gas geben. War das eigentlich auch dein Plan an sich so, Ja, war oder? mal. Ich habe gedacht am Anfang, okay, lass die beiden fahren, weil die haben sich richtig, die haben sich richtig gekämpft da. Ich habe halt immer DRS bekommen und konnte halt immer dranbleiben und habe meinen RS gespart ohne Ende. Hast du ja gesehen im Stream. Ich hatte eine ganz andere Strategie vor. Ich wollte eigentlich Medium Soft fahren, deswegen habe ich auch meine Reifen geschont. Doch als dann der Unfall passiert ist, habe ich mir gedacht, okay, jetzt kannst du auch nochmal safe gehen und dann bin ich halt die mit dem harten zu Ende gefahren. Ja. Ja, Habe ich das der ganz gut Unfall. kontrolliert vorne. Der Ja. Unfall. Wie hast du das erlebt? Erzähl mal. Also ich meine, ich war ja auch drauf bei dir in der Onboard. Ich konnte jetzt aber nicht genau sehen, wer da jetzt den falschen Step gemacht hat. Nico hat gesagt, das war sein Fehler. Ich konnte jetzt aber nicht genau sehen, wer den falschen Step gemacht hat. Wie hast du das gesehen aus deiner Perspektive dann nochmal? Also ich war jetzt, ich bin jetzt hinterhergefahren und habe dann, ich habe eigentlich wirklich auch nur gesehen, wie die beiden dann rechts geradeaus schossen und ich bin dann halt durch. Wer jetzt irgendwas gemacht hat, habe ich selber gar nicht mehr, aber ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Jetzt. Ich habe eigentlich schon, mein Fokus war in der Kurve halt, wie ich die Kurve nehme. Ist natürlich scheiße für beide, ne? Ist natürlich jetzt nicht das Beste. Nee, für die beiden ist das Sense auf jeden Fall nicht ganz so gut gelaufen. Nico konnte sich auch noch aufs Podium retten. Pave ist da Fünfter geworden. Ab da, also es war ja, bis zu dem Unfall war es ja für dich eigentlich schon relativ spannend, interessant, sage ich mal, was auch die Konzentration angeht. Ab dann. Ist da denn irgendwie so ein bisschen die Anspannung abgefallen oder war sie immer noch trotzdem weiterhin da? Weil ich meine, du hattest ja einen riesen Vorsprung, 10 Sekunden dann auf Neon. Nach dem Boxenstopp war der Abstand auf den zweiten dann ein bisschen geringer, den du aber schnell wieder ausbauen konntest. Schnellste Runde hast du auch noch. Ich weiß Der nicht, Pave also. bekommen am Ende. Der Pave noch gut. Echt? Am Ende. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ja, als die beiden dann gekriegt sind, habe ich dann halt auch dann Motor hochgestellt und so, habe dann auch schnelle Runden gefahren bis Runde 18. Ja, und dann bin ich in die Box. Ja, habe ich da halt auch immer. Ich wollte eigentlich auch die schnellste Runde haben, deswegen habe ich da auch ein bisschen dann. Ja, Ja, wir haben manchmal. es gesehen. Ohne Auf den RS bin Harten ich auf dann einmal. aufgefahren. Ja, also ich wollte einfach das Rennen gut kontrollieren, wenn nicht zu so viel Stress machen, keine Zeitstrafen holen und. Ja, ist gut aufgegangen, auf jeden Fall. Das hast du geschafft. Dir wurde eigentlich heute mehr oder weniger der Sieg geschenkt, kann man das schon so sagen. Vielleicht hättest du ihn auch so rausgefahren, klar, aber er Also wurde dir auf den. wenn die beiden nicht gecrashed, hätte ich wahrscheinlich auch die Soft-Strategie gefahren, weil meine Reifen hatten gerade mal in Runde 18 55%. Also ich wäre das dann wahrscheinlich auch gefahren. Ja, aber sie haben es ja auf den Silbertablett serviert. Du hast es Ja, dankend auf jeden angenommen, Fall. deine Führung definitiv weiter ausgebaut in der Fahrerwertung. Ja. Ja, und jetzt kommt als nächstes Monaco. Ich weiß von Ja. deinem Teamkollegen, es wird wohl sein letztes Rennen sein, leider. Dann wird er leider nicht mehr mitfahren können für unbestimmte Zeit. Ich weiß auch, dass es zu deinen Lieblingsstrecken zählt. Wie sieht es bei dir aus? Ich meine, du musst das Qualifying ja sitzen. Ich meine, das ist ja schon essentiell dafür, das Ding vielleicht zu gewinnen, im Qualifying auf Pole zu stehen und dann halt konstant ohne Schäden da durchzukommen, oder? Also, Ja, ich muss das sagen, ist. so schlecht ist es jetzt nicht. Also ich glaube, das Wichtige in Monaco ist einfach, dass du den Flow bekommst, dass du dich selber wohlfühlst. Dann kommt das alles von alleine. Und das werde ich probieren, in Das. Angriff zu nehmen, dass ich den Flow auf der Strecke hinbekomme. Dann sollte das auch laufen.
Ich glaube, wenn man einmal raus ist, dann wird es auch schwierig, da wieder reinzukommen. Ich kenne das selber leider. Einmal angeditscht, dann ja, wird es halt schwieriger, Das ist dann schon. im Verlaufe Das hat des der Flügel. Rennens dann nicht nochmal anzuditschen. Ja, aber das ist ja auch, wenn du dann drin warst und wieder rausfährst, dann kann das halt auch dazu führen, dass du dann doch mal wieder anditscht, weil du schon einmal angeditscht bist und dann halt zu viel willst. Weil jeder Das Boxenstopp stimmt. in Monaco ist halt auch sehr kritisch zu sehen. Aber wie siehst du Das das, stimmt, wenn Mikro. du jetzt nicht von der Pole starten solltest? Aus welchen Gründen auch immer, kann ja sein, dass du vielleicht dein Auto zerlegst, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel vorne dahin starten, wie würdest du dann irgendwie vielleicht so gut machen? Hast du dir da einen Plan parat gelegt, falls sowas vorkommt in Monaco? Ich meine, überholen ist ja schon eigentlich so gut wie unmöglich. Den Plan habe ich jetzt noch nicht. Ich habe auf jeden Fall ein Ziel mir gesetzt. Das ist auf jeden Fall unter die Top 5 zu fahren. Wenn ich das erreiche, bin ich zufrieden auf der Strecke. Okay, das Das ist. denke ich, sollte machbar sein für dich. Ich Je hoffe. nachdem, wie das Qualifying läuft, ne, würde ich sagen. Ja. Ich denke, das wird essentiell sein für den Auf Ausgang jeden des Fall. Rennens. Auf jeden Fall. Ja, dann sage ich nochmal Glückwunsch zum Sieg hier in Brasilien. Sauberes Rennen Dankeschön. gefahren, nicht unverdient gewonnen. Auch wenn es dir auf dem Dankeschön. Silbertablett serviert wurde, aber ist halt nun mal so, man muss auch Geschenke mal annehmen. Stimmt. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Grüß deinen Teamkollegen, falls du jetzt noch in die Party gehst und dann, ja. Ich wünsche dir auch selber und mach's auf jeden Fall gut und hoffentlich reden wir nächste Woche nochmal miteinander. Mal schauen. Mal Bin gespannt, schauen. wer die drei sind, mit denen ich reden darf. Die üblichen Verdächtigen oder vielleicht jemand anders, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Richtig. Alles klar, schönen Abend Okay. noch. Wünsche ich dir auch. Tschö. Ciao. Ja, das waren mal die Eindrücke hier von unseren podiumsplatzierten Kandidaten hier, dem Nico, dem Pay, den Neon und den Marvin. Nicht der Pave, der Pave war leider nur 5. Was für ein Rennen heute wieder. Also, boah, das Qualifying wieder unglaublich. Nico da mit einer Fabelzeit von 1,7. 9, 8, 3 oder 8, 5 oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Ich glaube ja, bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall war es 1,79 von Nico da. Boah, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass Nico so eine Zeit und dann auf Pole. Also, Nico ist richtig guter Fahrer, aber ich habe es jetzt nicht unbedingt erwartet. Also. Mir war schon klar, dass die drei da wahrscheinlich wieder die Pole unter sich ausmachen, aber nicht, dass Nico eine 1,7 fährt. Also Respekt dafür nochmal, Nico. Auch wenn du leider im Rennen dann nur Dritter geworden bist. Aber dafür nochmal echt, boah, Respekt. Eine 1,79 ist schon eine Hammerzeit. Also, wow, ich glaube, da werde ich in 50 Jahren nicht rankommen, wenn ich dann noch Formel 1 fahren sollte. Trotzdem, das Rennen war wieder ganz kurios. Also die ersten Kurven haben alle richtig gut überlebt. Da war nichts los. Und dann fing es so langsam an, Pave und Nico da. Dann Skizzy dreht sich weg, der dreht sich weg, der dreht sich weg. Also da haben sich einige weggedreht dann auf einmal. Und das Feld wurde auf jeden Fall durcheinander gewirbelt. Der Neon, größte Gewinner auf jeden Fall hier heute. Da von der 8 auf die 2 gefahren. Ich meine, den hat das richtig nach vorne gespürt. Die Fehler der anderen Fonds da auch noch mit dem Dreher, mit der Berührung mit Julian, glaube ich, war das sogar. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. War das mit Julian? Oder war das mit Skizzy? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der hat sich auch noch gedreht, bis dann ans Ende des Feldes zurückgefallen. Boah, ja, Fieks, ja, stimmt. Du, dein erstes Rennen gehabt, Debütrennen. Ja, kann man mit leben, denke ich mal. Musst halt schauen, ne? Das ist schon recht stark interessant hier, die Liga. Da muss man schon ein bisschen was investieren, um dann halt auch weiter vorne zu landen. Ansonsten wird das nichts. Bin dann gespannt jetzt auch nächste Woche Monaco. Ich meine, ich hab's jetzt schon, glaube ich, bei allen drei erwähnt. Qualifying wird essentiell sein. Wer da auf Pole steht, hat, glaube ich, ja, ich würde schon sagen, zu 90% fast gewonnen. Also, wenn der keinen Fehler macht und da kontrolliert vorne wegfahren kann, dann wird der das Ding gewinnen. Also, sorry, da gibt es keine zwei Meinungen. Monaco entscheidet halt erstmal die Qualifying-Position und dann, wer kommt ohne Schäden durch.
Aber den Grundstein kann man halt im Qualifying legen für den Sieg. Und da dürfen wir gespannt sein, ob die Fahrer da mit heilen Flügeln durchkommen oder ob die Teams sich da extra Flügel mitnehmen werden für die Fahrer. Ich bin gespannt. Monaco nächste Woche 2010 hier wieder auf dem Kanal. Das war Brasilien mit einem nicht unverdienten Sieger Marvin. Freue mich, wie gesagt, nächste Woche dann wieder zu kommentieren. Und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und sage jetzt einfach mal Tschö, bis Ö und bis dann, Jan.